Ja, ein wunderschönes Hallo zu diesem Vortrag. Und ich freue mich natürlich, dass ich heute nicht Monsanto auf Deutsch mache. Aus zwei Gründen. Das eine ist, den habe ich so häufig gehalten, das geht gar nicht mehr. Aber das zweite ist, und das ist die positive Nachricht, mit dem ich doch gerne beginnen will. Die meisten werden es sicherlich wissen, 2013 war das erste Jahr, wo in Deutschland kein einziges Feld mehr mit gentechnisch veränderten Pflanzen gestanden hat. Und dieses Jahr wird es genauso sein. Und das ist der Anlass für mich gewesen, doch mal einen kleinen Rückblick auf dieses ganze Projekt Agrogentechnik und wie der Widerstand wuchs, welche Schwächen und welche Stärken er hätte, mal zusammenzustellen und das ein bisschen darzustellen. Ich werde das wahrscheinlich gar nicht so lange machen, weil irgendwann veraltet das auch. Mir ist gar nicht wichtig, damit ein bisschen zu, oh, wir müssen jetzt alle bei der Agrogentechnik weiter aktiv sein, sondern ich habe mir eigentlich etwas Weitergehendes gedacht. Natürlich, die werden es ständig wieder versuchen, da erzähle ich sicherlich jetzt keine besondere Neuerung, auch bei der Agrogentechnik. Aber was ich mir wünschen würde, es sind da ja wirklich eine Menge von Erfahrungen zusammengekommen und es gibt ja eine ganze Menge wichtiger Themen. Und was ich mir wünsche, ist schon, dass aufgrund dieses Erfolges, der da war, vielleicht auch ein bisschen der Mut bei anderen Themen wächst und auch vielleicht die ein oder andere Erfahrung mitgenommen werden kann. Nicht, dass da alles toll läuft, ich will ja auch ein paar Schwächen oder so etwas benennen, ein paar Kritiken. Das ist meine persönliche Meinung, da wird es auch abweichende Meinungen zu geben, habe ich auch keine Probleme damit. Es ist von mir ein bisschen Rückblick auf über 20 Jahre Widerstand gegen die Agrogentechnik und wie es gelungen ist, das mindestens aus diesem Land wieder herauszujagen. Kurzer Überblick, was ich jetzt machen will. Es geht mir am Anfang nochmal um einen kleinen Blick, worum ging es da überhaupt bei dieser ganzen Auseinandersetzung. Teil 2, was gab es für Aktionsformen, für Protestformen gegen die Agrogentechnik und wie wirkten die? Drittens, was sind da eigentlich für inhaltliche Positionen vermittelt worden? Was wurde eigentlich gefordert und wie hat sich das ausgewirkt? Welches waren die starken Argumente, welches waren die schwächeren Argumente? Und als Viertes will ich dann einen kleinen Ausblick machen, was das so eigentlich bedeuten kann. Gut, also ich fange ganz vorne an. Erstmal kleiner Überblick, was ist eigentlich in der Gentechnik alles da? Ihr wisst das vielleicht, dass die Gentechnik in verschiedenen Bereichen angewendet wird und dass, schlau, schlau, damit das ein bisschen harmlos klingt, die sich überlegt haben, die nach Farben zu benennen. Es gibt also unterschiedliche Gentechnikbereiche und ich fange mal mit der am weitesten verbreitetsten an. Das ist die rote Gentechnik, das ist der ganze medizinische Bereich. Da gibt es eine Menge von Anwendungen, das ist sehr weit verbreitet. Man kann auch dort eine Menge von Kritiken bringen. Das ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Ich weiß nicht, wie viele das sich noch erinnern können oder damals schon so hingeguckt haben. Als das losging mit der Gentechnik, das war ja eher 70er oder 80er Jahre die Kämpfe, war auch die rote Gentechnik noch sehr umkämpft. Es gab ganze Gruppen, Aktionsgruppen, die sich ausschließlich mit der roten Gentechnik, Reproduktionstechnologie und sowas auseinandergesetzt haben. Das ging tatsächlich mit der Zeit verloren, denn die rote Gentechnik ist heute, man mag das bedauern oder auch nicht, wie auch immer, ein weitgehend unangefochtener Bereich. Das gilt auch ein bisschen für die weiße Gentechnik, die inzwischen zwei Bereiche unter sich aufmacht, denn eigentlich gab es früher auch noch eine graue Gentechnik. Aber denen ist das irgendwann aufgefallen, dass das nicht so cool klingt, so graue Gentechnik, das ist nicht so werbewirksam. Und da hat man es umbenannt. Und zwar waren das die industriellen Verfahren. Also irgendetwas an Enzymproduktion, Waschmittelproduktion in irgendwelchen industriellen Abläufen. Auch da wird Gentechnik heute eingesetzt. Auch das ist weitgehend unumstritten. Und das Gleiche gilt für das, was immer weiße Gentechnik gehießen hat, nämlich die kriminologischen Verfahren. Also wenn die Polizei oder so etwas irgendwelche Sachen macht oder andere DNA-Analysen versucht, irgendwelche Leute zu fangen, weil die Dinge gemacht haben, die den Herrschenden nicht passen. Dann haben wir den hier wahrscheinlich in den Bereichen bekanntesten, die grüne Gentechnik. Also alles das, was in der Landwirtschaft läuft und was mit Lebensmitteln zu tun hat. Und es gibt noch eine weitere Farbe, nämlich die Mischfarbe. Das alles kann man in den praktischen Anwendungen natürlich mischen. Das heißt, man kann Pflanzen anbauen in einem landwirtschaftlichen Betrieb, die allerdings Dinge für
industrielle Verfahren zum Beispiel herstellen. Also ganz bekanntes Beispiel, die Amflora-Kartoffel, die war ja nicht für den Lebensmittelbereich da, sondern für industrielle Geschichten. Oder Pharmapflanzen kann man, also Pflanzen, die Arzneimittel herstellen, Farming, das war mal mit pH geschrieben, hieß das. Das war ein ganz großer Bereich, viel Hoffnung, da hatten die da rein, dass sie da richtig viel Geld mitmachen. Das hat sich ziemlich zerschlagen, weil sie das Problem nicht, sondern natürlich eine interessante Vorstellung, man streitet sich um Impfung meinetwegen ständig und dann die Idee, Bananen so zu verändern, dass wenn die Kinder meinetwegen reinbeißen, sie dann gleich mitgeimpft worden sind, ist natürlich eine schöne Vorstellung, weil man damit dieses ganze Problem vom Tisch kriegt, weil man das einfach so heimlich machen kann. Das Problem ist nur, wie regelt man, dass sie genauso viele Bananen essen, wie gut ist. Und das sind so Fragen, die sie letztendlich nicht so richtig in den Griff gekriegt haben. Man muss sagen, insgesamt aber, dass eigentlich der einzige umstrittene Bereich heute noch die grüne Gentechnik ist. Und um den soll es heute Abend ja auch nur gehen, wie das so losgegangen ist. Und da will ich mal ganz an den Anfang kommen. Die Ausgangslage für die, die die Agrogentechnik durchsetzen wollten, war von Anfang an verheerend schlecht. Also die Umfragewerte waren tatsächlich von Anfang an schlecht. Heute kennen wir die Zahlen ja, die seit sehr, sehr vielen Jahren stabil sind, dass ungefähr 80% gegen diese Technik sind. Das Zeug soll weder auf den Acker noch auf den Teller. Und durchschnittlich 6% sind dafür, der Rest weiß immer nicht so richtig. Irgendwann mal haben sie ja dann mal angefangen und weiß nicht, ob sich da irgendjemand dran erinnern kann. Ich finde den Anfang der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen in Deutschland, das muss man einfach erzählen. Diese Geschichte muss immer wiederholt werden. Sie war 1990, das Max-Planck-Institut trat auf und sagte, wir fangen jetzt an mit dem Ausbringen von gentechnisch veränderten Pflanzen. Und es war ein reiner Propagandaversuch im Botanischen Garten von Köln. Und dort haben sie Petunien, gentechnisch veränderte Petunien, ausgebracht. Und wie das verlaufen ist, habe ich einen kleinen Film. Da kann man nochmal zurückgucken, wie das alles losging mit der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen in diesem Land. Der 14. Mai 1990. Gentechnikgegner der Initiative Bürgerinnen beobachten Petunien blockieren die Tore des Kölner Max-Planck-Instituts für Züchtungsforschung. Sie wollen den Beginn eines historischen Experiments verhindern. Ohne Erfolg. Am selben Tag beginnen die Forscher damit, 30.000 gentechnisch veränderte Petunien auszupflanzen. Die Wut der Gegner prallt an ihnen ab. Also keiner kann sagen, was eigentlich wirklich passiert, eben mit diesem genmanipulierten Material, was dann irgendwann in den Boden reinkommt und aufgenommen wird von anderen Organismen. Da gibt es überhaupt keine Abschätzung drüber. Das sehen die Forscher anders. Sie haben den Versuch lange vorbereitet und sind sich sicher, das Freilandexperiment ist ökologisch harmlos. Zunächst läuft alles nach Plan. Ein lachsrotes Blütenmeer entsteht. Dann treten die ersten Verfärbungen auf. Doch es bleibt nicht bei den erwarteten 3 bis 4 Fällen. Nach einer Hitzewelle im Sommer verliert mehr als die Hälfte der Pflanzen ihre Farbe. Schnell macht in der Öffentlichkeit ein hämisches Wort die Runde: Pleite Petunien. Die Wissenschaftler sind ratlos. Die Gründe für das Verbleichen der Blüten verstehen sie selbst noch Monate später nicht. Wovon das abhängt und wie das abläuft, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Das ist etwas, was wir also überhaupt nicht verstehen. Das ist wirklich die Überraschung. Die Petunien sind dann auch kaputt gemacht worden. Aber sie haben sich nicht wirklich davon aufhalten lassen und haben halt dann weitergemacht, haben dann angefangen 1992 mit den ersten landwirtschaftlichen Versuchsflächen. Firmen in Deutschland, die es damals gab, die man heute vom Namen her nur noch teilweise kennt, die KWS war sehr früh dabei, Agrevo hieß eine Firma, die ist inzwischen über mehrere Ecken zu Bayer und ist heute das, was Bayer Crop Science ist. Also die waren in Deutschland die ersten Player, die so Versuchsfelder im landwirtschaftlichen Raum mit landwirtschaftlichen Pflanzen angelegt haben. Und natürlich kann man fragen, wieso ist das eigentlich durchgesetzt worden? Was sind die Gründe dafür, dass eine solche Technik, die eigentlich kaum jemand will und die gleich am Anfang eine derartige Pleite erlebt, überhaupt weiter verfolgt wurde? Insgesamt natürlich sicherlich eine Menge von verschiedenen Gründen. Ich will da einfach mal ein paar nennen, dass man so die politischen Rahmenbedingungen klar hat. Zunächst einmal denke ich, der wichtigste ist, die Agrogentechnik ist eine neue Waffe in dem Kampf um die Durchsetzung einer Agrarindustrie, um die Zerschlagung von bäuerlicher Landwirtschaft und die landwirtschaftlichen Höfe zu verlängerten Werkbänken der Großkonzerne zu machen.
Das hat die Gentechnik nicht erfunden, aber sie ist mit ihrer Saatgutkontrolle und ihren Patenten ein durchaus sehr scharfes Schwert, was sie da neu sich organisiert haben, um das eben zu machen. Profit- und Machtstreben sind überall in der Gesellschaft die entscheidenden Antriebe und das natürlich auch schon seit sehr langer Zeit bei dem Versuch, die Landwirtschaft zu verändern. Dann haben wir den Staat als Player da gehabt und der ist eigentlich meines Erachtens immer unterschätzt worden. Man hat immer sehr viel auf die Konzerne geschimpft, was jetzt nicht falsch ist, weil was die machen, ist alles andere als befriedigend. Aber der Staat hat bei der Durchsetzung der Agrogentechnik in Deutschland immer die herausragende Rolle gespielt. Der hat wesentlich mehr reingepulvert als die Industrie. Dazu gehört zum Beispiel Geld. Ich fand immer sehr beeindruckend diese Zahl aus dem Jahr 2009, was mal ausgerechnet wurde. Da gab es Forschungsförderung für den ökologischen Landbau von 7 Millionen Euro und für die Gentechnik von 165 Millionen Euro an Regierungsgeldern hier in Deutschland. Da kann man immer ganz gut sehen, wie die Praxis ist, weil wenn man auf praktische Politik gucken will, muss man ja vor allen Dingen auf die Geldpolitik und auf die Personalpolitik gucken. Die Personalpolitik war auch sehr interessant in der eigenen Forschung. Bundesbehörden, Landesbehörden, also Landesanstalten für Landwirtschaft und sowas, haben überall in den ganzen Bundesländern auf Bundesebene permanent gentechnische Entwicklung vorangetrieben. Da wurde immer mehr Personal eingesetzt. Und der Staat hat seine ganzen anderen Behörden eingesetzt. Ihr kennt vielleicht diese Zahl, die habe ich ja selber auch immer verbreitet, dass die bundesdeutsche Genehmigungsbehörde immer eine durchwiegende Quote von agrogentechnischen Anträgen hatte von 100%. Also das war immer eine beachtliche Behörde, die es da gab. Normalerweise bekamen diese Felder Sofortvollzucht. Das heißt, wenn irgendjemand mit Klagebefugnis, das waren ja dann eher die Landwirtinnen und Landwirte da in der Umgebung, dagegen geklagt hat, konnten die trotzdem das Feld machen, weil es keine aufschiebende Wirkung hatte, die Klage. Und dann irgendwann, so 5 Jahre später, war dann mal die Klage durch. Und dann gab es das Feld schon gar nicht mehr. Polizei konnte man sehen, die haben immer die Pflanzen vor den Menschen geschützt und nie umgekehrt. Gerichte, völlig eindeutige Entscheidungen für die deutsche Gentechnik immer. Da gab es sehr wenig Chancen. Es gibt meines Erachtens kein einziges Verfahren, was die deutsche Gentechnik jemals vor einem deutschen Gericht verloren hat. Dann haben sie natürlich versucht, die Köpfe zu erreichen, haben eine Menge von Propaganda-Zeugs erzählt. Kennt ihr wahrscheinlich die großen Märchen, die erzählt haben. Die Top-Nummer, immer die Story von dem Hunger, die ich auch immer ziemlich besonders unverschämt fand. Weil die meisten werden es wahrscheinlich wissen, es gibt auf der Welt genug zu essen. Es ist auch nicht eine Frage einer falschen Verteilung, sondern das Problem ist, dass überhaupt verteilt wird. Denn was ist es denn anders als machtförmig Verteilung, wenn die Menschen in Brasilien oder so etwas Zeugs anbauen müssen, damit wir hier eine gigantische Fleischindustrie aufrechterhalten sollen? Das Problem ist ja gerade, dass es machtförmig umverteilt wird. Würde man den Menschen einfach ihr Land wiedergeben und sie dort Landwirtschaft betreiben lassen, wäre der Hunger überall auf der Welt sofort vorbei. Hunger ist immer organisiert, ist also immer Mord. Und wie man halt so etwas wie ein soziales Morden mit Gentechnik verändern kann, habe ich bis heute nicht verstanden. Es gibt gar keinen Grund, permanent nach mehr Lebensmitteln zu streben. Über die Qualitäten kann man sich unterhalten. Aber diese Story, dass Leute verhungern, wenn es keine Gentechnik gibt, ist total absurd. Die Nachhaltigkeitsnummer haben sie immer gezogen, das ist ja so ein schöner Begriff, da kann man eh alles reinwerfen, ne? Irgendwie ist alles nachhaltig und Gentechnik war dann auch irgendwie nachhaltig, also wenn man in deren Broschüren guckt, der Begriff taucht immer auf. Aber einer der wichtigsten in Deutschland war die Nummer mit der Biosicherheit. Das war ziemlich interessant, weil das war das große Förderprogramm, das war auch der große Kompromiss zwischen den verschiedenen Parteien. Da haben ja selbst die Grünen mitgemacht und haben dieses, unter ihrer Regierungszeit, da war die Renate Künast ja mehrere Jahre für die Gentechnik zuständig und sie hat das lässig weiterlaufen lassen, unter ihrer Regie auch, dass halt Gelder flossen für die Agrogentechnik und das lief immer unter diesem Label Biosicherheit. Die haben immer so getan, als ginge es um Umweltbegleitforschung und die ganzen Felder wurden dann immer so getan, als ginge es um Umweltbegleitforschung. Das hat dann immer Akzeptanz geschaffen. Die Grünen haben das sogar in ihrem Parteiprogramm. Die meisten Umweltverbände haben lange Jahre weggeguckt bei dieser Biosicherheitsforschung. Das war ja irgendwie was Gutes. Eine wunderbare Propagandalüge. Wir haben uns das ja alles genauer angeguckt und dann auch herausgefunden, dass das alles Lüge war und auf den Feldern was ganz anderes gemacht wurde. Aber das hat ein bisschen gezogen. Dann haben sie mit der Verwissenschaftlichung der Sprache immer zu punkten versucht. Also möglichst viele Fremdwörter, bis es keiner mehr versteht und auf keinen Fall über solche sozialpolitischen Probleme wie Patente oder sowas reden. Nein, immer über was ganz Kompliziertes, Chemisches. Dann war natürlich ein Grund, da habe ich ja lange Jahre zu gearbeitet, diese absurden Verflechtungen zwischen Behörden und Konzernen, die das halt immer weiter so durchgesetzt haben. Aber ich meine, dass es auch
Licht und Schatten im Widerstand waren, die der Agrogentechnik viele Jahre die Möglichkeit geboten haben, halt ihr Projekt weiter voranzutreiben. Und deshalb, finde ich, lohnt sich das auch nochmal, das auszuwerten, weil es eben, wie gesagt, nicht nur eine einzige Erfolgsbilanz war, sondern meines Erachtens auch gut erkennbar war, welche der Punkte nicht so gut gezogen haben. Und deshalb will ich auf diese beiden, wie ich es am Anfang schon ankündigt habe, eingehen. Anfangen mit der Frage, wie wurde kritisiert, also mehr auf die Aktionsformen eingehend. Aus meiner Perspektive, vielleicht habt ihr individuell es ein bisschen anders erlebt, das ist durchaus denkbar. Und als zweites dann, was wurde kritisiert? Bei dem Wie wurde kritisiert, will ich ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was so vor Ort passierte und dem, was überregional passierte. Vor Ort fand ich nämlich, waren in der Tat auch eine Menge von Stärken da. Es gab insbesondere natürlich, also je weiter im Süden, desto besser war es, das konnte man ganz klar so sagen. Die Schwerpunkte des Widerstandes waren hier in Bayern und Bayern ist ja auch das Land, was es hingekriegt hat durch die Stärke des Widerstandes, eine schwarz-gelbe Landesregierung auf Antigentechnikkurs zu bringen. Das machen die ja nicht freiwillig. Ein Seehofer ist ja nicht wirklich gegen die Agrogentechnik, sondern er ist nur so ein Berufsopportunist, der sich von anderen Politikern dadurch unterscheidet, dass er seine Fahne nicht in täglich wechselnden Wind, sondern in stündlich wechselnden Wind hängt. Und dass Horst Seehofer heute hergeht und gegen Gentechnik ist, liegt nicht daran, dass er gegen Gentechnik ist, sondern dass ihr relativ erfolgreich gearbeitet habt. Und das ist ja eigentlich die bessere Variante. Da kann kommen, wer will. Da setzt keiner mehr das durch, solange der Widerstand halt so da bleibt. Und das ist meines Erachtens sind vor allen Dingen diese vielen kleinen lokalen Initiativen gewesen. Ich fand das immer faszinierend, in welchem Umfang dort permanent Infostände, Pressearbeit, Veranstaltungen und so weiter stattfanden. Ich habe es ja auch persönlich gemerkt, über die Hälfte meiner Tonbildershow Monsanto auf Deutsch habe ich in Bayern gehalten. Also das war in manchen anderen Ländern, wie Hessen und Nordrhein-Westfalen, ist der Widerstand sehr, sehr schwach. Da bin ich so gut wie nie unterwegs gewesen, obwohl ich selber ja aus Hessen komme. Ich habe so gut wie nie diesen Vortrag in Hessen gehalten, weil es dort einfach keine Basisinitiativen gibt, die sich dagegen wehren. Schilder hängen hier überall rum, dieses gentechnikfreier Landkreis, dieses rechteckige Schild, werdet ihr wahrscheinlich auch schon tausendmal gesehen haben. Und verschiedenste andere, das sieht ja teilweise ein bisschen aus wie im Wendland oder so. Das ist schon ein lokaler Widerstand gewesen, der eine enorme Stärke dargestellt hat. Aber ich fand auch Schwächen darin, nämlich, also insbesondere gehe ich nachher noch darauf ein, weil ich das für einen der entscheidenden Schwachpunkte halte, die inhaltliche Debatte war jahrelang fast ausschließlich auf diese Risikoebene bezogen. Also den Leuten wurde erzählt, das ist immer unerforscht und das ist unklar, was das für Wirkungen hat auf die Gesundheit und Allergien und so etwas. Das ist nicht falsch, aber ich gehe nachher noch darauf ein, welche Schwierigkeiten das bedeutet, wenn man auf diese sehr emotional ansprechende Ebene, so ein bisschen Angstebene, ja, reingeht, was man da für Probleme halt mit hat. Während die Kritik an Patenten auf Leben, an Saatgutkontrolle und sowas, die ist deutlich erst mit Verzögerung aufgekommen und ist meines Erachtens die stärkere Argumentation. Aber da gehe ich nachher nochmal unter der Frage, was wurde kritisiert, ein. Dann war ein wichtiger Baustein meines Erachtens diese gentechnikfreien Regionen, die ihre Stärke meines Erachtens auch entwickelten durch die öffentliche Wirkung. Dadurch, dass sie geschaffen wurden, eigentlich jeder Beschluss heute noch, der in irgendeiner Gemeinde gefällt wurde, steht groß in den Zeitungen. Allerdings gibt es auch bei diesen gentechnikfreien Regionen neben dieser Stärke eine klare Schwäche. Also soweit ich das weiß, sind in diesen Kriterien drin, dass die Unterschriften immer nur für ein Jahr sind. Das ist natürlich ziemlich wenig. Und man muss 2/3 der Fläche haben, um eine gentechnikfreie Region. Also dass irgendwelche unterschreiben, ich baue auf meiner Fläche das nicht an. 2/3. Nun wissen wir ja, dass Gentechnik auf jeden Fall nicht so ein Massenevent sein wird, auch in den nächsten Jahren. 1/3 der Fläche reicht natürlich ohne Probleme aus, um die, selbst wenn jetzt wieder Gentechnik kommt, bis die Fläche über 1/3 steigen würde, muss schon einiges passieren. Das heißt, eine gentechnikfreie Region verhindert eigentlich nicht wirklich, dass Gentechnikfelder angelegt werden. Dazu müsste schon noch eine Widerstandsfähigkeit kommen in den gentechnikfreien Regionen, dass sie auch klar haben, was eigentlich passieren würde, wenn in ihrer Region doch jemand so ein Feld anlegt. Denn der Mechanismus mit diesen 60% Flächenverträgen hilft einem ja nichts auf den anderen Flächen. Ja, und gerade in diesem Kontext habe ich noch eine bemerkenswerte Schwäche immer ausfindig gemacht, die ich bis heute nicht verstehe, warum diese Schwäche nicht beendet wurde. Ich will euch das mal erläutern, dann kann man sich eine Vorstellung machen, dass wir tatsächlich
irgendwie Schwierigkeiten haben, unser Potenzial so ein bisschen auszureizen. Und das sind diese Verträge. Es gibt ja eine Menge Verträge, einmal bei den gentechnikfreien Regionen und auch man überzeugt Gemeinden oder das Land oder die Kirche, dass die bitte ihr Land nur verpachten an Leute, die da keine Gentechnik drauf anbauen. So steht es in den Verträgen drin. Ich kenne keinen einzigen Vertrag, das unangefochten, in dem das anders drin steht, dass man auf den verpachteten Flächen kein Gentechnik anbauen darf. Das ist völlig dumm. Und das sagen wir seit richtig vielen Jahren. Und ich bin überrascht, dass ich bis heute keinen Vertrag kenne, wo es anders drin steht. Denn meines Erachtens, ich vermute, dass ihr jetzt auch gleich zustimmen werdet, wenn ich das sage, die viel schlauere Formulierung ist, dass dieses Land ausschließlich an landwirtschaftliche Betriebe verpachtet wird, die insgesamt gentechnikfrei arbeiten. Also auch auf den anderen Flächen und mit Futtermitteln. Das ist eine derart einleuchtend, finde ich, viel schlauere Formulierung, dass ich mit Erstaunen feststelle, dass sie noch in keinem einzigen Vertrag meines Erkenntnis drin ist. Und da stelle ich mir ja schon die Frage, wieso eigentlich hier deutet sich ja so ein gewisses Desinteresse an, wirklich erfolgreich zu sein. Weil das wäre ja ziemlich simpel. Und so richtig verstehe ich das nicht. Und da könnte ich ein paar Beispiele mehr nennen. Und wenn ich böse bin, würde ich so ein bisschen dazu neigen, anzunehmen, weil ich kann mir gar nichts anderes erklären, dass der schnelle Erfolg, weil natürlich, man kriegt Leute ja viel schneller in so einen Vertrag rein, kein Landwirt wird auf 100% der Fläche gentechnisch veränderte Organismen anbauen, also kann er so einen Vertrag schnell unterschreiben und sagt sich, dann mache ich es auf meinen anderen Flächen. Das heißt, dass möglicherweise der Erfolg, der billige Erfolg dazu geführt hat, dass man was Schönes in der Presse präsentieren kann, eigentlich nicht die beste Variante in den Vertrag reinzuschreiben, sondern eine schlechtere. Aber das wäre eigentlich an der Sache vorbei. Gut. Und was ich auch fand, auch nur in der Tendenz, aber relativ selten kam es zu direkten Aktionen, also dass mal wirklich so ein Landratsamt besetzt wurde oder was man auch immer so tun kann. Es hat das gegeben. Ich kann mich an Misthaufen erinnern, die irgendwo abgekippt wurden, Kartoffelbergen vor der BASF, auch an Störungen von Veranstaltungen, also jedenfalls so Ilse Aigner, das ja relativ häufig in Bayern mitgekriegt, also natürlich häufiger im Süden, da ist sie, glaube ich, häufiger unterwegs, dann wurden ihre Veranstaltungen dann mal gestört. Das gab es schon, das sind ja so direkte Aktionen und es gab auch immer wieder Aktionen an den Tatorten, also die Felder sind eigentlich seit 25 Jahren oder so, ganz so lang ist es ja noch nicht, aber es wäre jetzt das 24. Jahr, aber jetzt gibt es ja gerade nichts mehr, eigentlich immer Felder zerstört worden. Und bei den meisten Feldern weiß niemand oder jedenfalls die Polizei nicht, wer das eigentlich gewesen ist. Und vermutlich sind es sehr unterschiedliche Kreise gewesen. Aber das war nicht wahnsinnig häufig. Aber da würde ich eine gemischte Bilanz machen und eigentlich habe ich eine erhebliche Ehrfurcht vor diesen ganz vielen Initiativen vor Ort, die so unglaublich viel da gestemmt haben. Aus meiner Sicht etwas negativer fällt die Bilanz beim Blick auf die überregionalen Zusammenhänge ein. Also so diese klassischen hauptamtlichen Apparaten, die so eine Bewegung halt hervorbringt. Und dort habe ich den Eindruck gehabt, dass es eine sehr, sehr starke Neigung gab, mehr so in so einem wissenschaftlichen Diskurs einzusteigen und auf der politischen Ebene sich so zu inszenieren, als sei man wer weiß wie fachlich gut. Eine Menge von eigenen Studien wurden gebracht. Zu Themen gehe ich nachher noch drauf ein, wo wir an den Texten der anderen Seite ohne Probleme belegen könnten, dass die das selber so sehen. Trotzdem wurden jede Menge Studien gebracht. Auch hier ein bisschen bei mir der Eindruck, mit diesen Studien unterhält man auch seine Spender und Spenderinnen. Das sieht gut aus. Man kommt in die Medien und bringt dann durchaus auch mal Studien, die eigentlich völlig überflüssig sind, weil die Meinung, die darin vertreten wird, zwar richtig ist, aber auch von niemandem bezweifelt wird. Fachtagung, Teilnahme an Podien, also alle diese Dinge, die mit dazugehören, sich selber als so eine Expertenebene zu inszenieren und das auch in die Öffentlichkeit halt zu tragen. Ein zweiter Teil in dem überregionalen Bereich war einmal die Lobbyarbeit, also man setzt sich dann ständig an die Tische mit den anderen und man betreibt eine appellative Politik. Das ist nicht prinzipiell schlecht, aber es war sehr stark darauf fokussiert. Das heißt, wir organisieren große Demos,
auch nichts dagegen, aber wenn sie tatsächlich so einzeln stehen, halt schwierig meines Erachtens, wenn dann 25.000 Leute, also es ist natürlich schon ein Wahnsinns-Event und hat auch seinen Wert, aber wenn 25.000 Leute am falschen Tag, am falschen Ort durch Berlin marschieren und man sich danach, am Tag danach fragt, wo sind die denn jetzt eigentlich gerade alle geblieben, dann ist es halt schon ein bisschen schwierig, wenn das halt so alleinstehend da so ist. Und ein Appell ist an die Bundesregierung, bitte die bessere Politik zu machen. Ein bisschen ähnlich wirken ja diese Massenmails, die da so organisiert werden in modernen Bewegungszeiten. Unterschriften werden in Massen ausgefüllt. Das ist alles nicht per se schlecht, aber wenn es so alleine steht und überhaupt gar kein Druckelement dahinter steht, habe ich Bedenken, dass das wirklich so wirkt. Also ich würde mir jedenfalls, glaube ich, wenn ich Angela Merkel wäre und würde das wissen, wie solche Massenmails organisiert werden und sowas, würde mich das letztendlich die Zahl alleine nicht so richtig beeindrucken. Und dann natürlich immer diese Gespräche mit den Mächtigen, die permanent so stattfinden. Nur sehr, sehr wenig Kampagnen auf überregionaler Ebene zielten tatsächlich auf einen etwas weitergehenden Druck, aber es gab sie auch. Zum Beispiel diese Kampagne Kein Patent auf Leben. Die haben ja tatsächlich, und das fand ich auch immer richtig gut, eine Menge von Aktionen direkt vor dem Patentamt, die denen auch wehgetan haben, organisiert in München. Und da sind auch Leute permanent reingegangen, haben in deren Akten geblättert, haben unschöne Sachen ans Tageslicht gebracht. Das ist, finde ich, eine druckvolle Kampagnenarbeit. Das fand ich immer so ganz nett. Das war auch nicht so ein Einzelevent nur, wo man hinterher nach Hause fährt und dann geht die Arbeit nicht weiter. Gehen direkt weg, vor allen Dingen so aus Imker- und Imkerinnenkreisen, aber dann später auch breiter getragen, war ja auch so eine bundesweite Kampagne, die sehr druckvoll war, die zu einem wichtigen Zeitpunkt wieder mit Feldbefreiungen angefangen haben. Also das so ein bisschen als so ein Eindruck auf der überregionalen Ebene. Und meines Erachtens war eben eine Schwäche, dass eine Menge von Potenzialen bei dieser Art von Arbeit ausgelassen wurden. Relativ selten thematisiert wurden diese ganzen Verflechtungen, Geldflüsse und ähnliches. Es war sehr stark im Vordergrund auf überregionaler Ebene diese Gelddebatte. Und das ist eigentlich schade, weil man natürlich schon hingucken muss, was machen zum Beispiel Leute wie Aigner oder sowas für eine Personalpolitik in ihrem Ministerium, für eine Geldpolitik. Weil dann ist es nicht so schwierig, einen Beweis zu erbringen, dass sie tatsächlich hinter der Agrogentechnik stehen und ihre Propaganda halt ein Mist ist. Dann fand ich sehr schade, dass immer auf diese eigenen Studien geguckt wurde, statt die Texte der anderen Seite stärker auszunutzen. Denn dort wurden eine Menge von Chancen vertan. Ich muss ja sagen, dass ich jahrelang davon gelebt habe, dass ich da genauer hingeguckt habe und einfach so wunderschöne Zitate bringen konnte, wie zum Beispiel dieses. Manche werden das schon kennen. Die Möglichkeiten, eine Pflanze durch gentechnische Veränderungen zu verbessern, sind gering. Das ist ja schon mal eine Aussage, ne? Dies ist einer Reihe von Ursachen geschuldet, so lassen sich die Effekte eines spezifischen Gens auf das Wachstum der Pflanze, deren Entwicklung und Reaktionen auf die Umwelt nicht genau vorhersagen. Auch eine nette Sache. Dazu kommen die geringe Erfolgsrate bei der gentechnischen Manipulation, der Mangel an präziser Kontrolle über das Gen, wenn es sobald es in das Genom eingebaut worden ist, und andere ungewollte Effekte, die mit dem Geschehen bei der Gentransformation oder dem Verfahren der Zellkultur zusammenhängen. Wenn das ein Text von uns ist, also Greenpeace, BN oder BDM oder wer auch immer, hätte diesen Text formuliert, dann müsste man ihn mit Studien untersetzen. Das braucht man alles nicht, wenn der Text von Monsanto stammt, und so ist es. Solche Texte gibt es richtig viele. Und mit diesen Texten würde ich wuchern, und das gilt auch für jedes andere Thema. Meine Empfehlung, sich in die Kochtöpfe der anderen zu bewegen, über Akteneinsicht, da haben wir viel mehr Rechte, das nutzen wir jetzt viel zu wenig aus, mehr hinter die Kulissen zu gucken und mit deren Texten zu arbeiten. Denn was sollen die denn dagegen sagen? Also ich meine, die haben zwei Chancen. Die können sagen, ei, da haben wir halt gelogen. Ist ja auch eine Aussage. Ich meine, es stammt immer aus einem Patentantrag für eine nicht gentechnisch veränderte Pflanze, und Monsanto argumentierte dort, warum sie jetzt auch nicht gentechnisch veränderte Pflanzen patentieren lassen wollen, nämlich weil es die Gentechnik gar nicht bringt. Ist ja eine ehrliche Aussage. Sie können natürlich sagen, wir haben bei dem Patentantrag geschummelt. In Wirklichkeit halten wir die Gentechnik doch für toll. Das ist eine Aussage, da haben Sie verloren. Oder Sie sagen, ja, der Text stimmt schon, haben Sie auch verloren. Und da gibt es halt mehrere. Also das ist jetzt auch noch mal einer. Ihr kennt wahrscheinlich die Debatte um diese Spritzmittel, dass halt die ja immer sagen, man kann dann Spritzmittel sparen, dann kann man da die Studien aus Argentinien, Paraguay oder sowas ranziehen. Das ist völlig überflüssig. Uwe Schrader, einer der wichtigsten Lobbyisten in Deutschland, hat 1999 selber mal gesagt, dass die Gentechnik boomt wegen der Aussicht, in dem stagnierenden Pflanzenschutzmittelmarkt durch Anwendung der Pflanzenbiotechnologie Positionsverbesserung zu erzielen. Da steht schwarz auf weiß von einem Top-Lobbyisten in Deutschland,
dass Gentechnik gemacht wird, damit mehr gespritzt wird. Es ist völlig logisch, wer sich ein bisschen mit Kapitalismus auskennt, ist da jetzt nicht völlig überrascht von. Die ganzen Agrarkonzerne leben ja schließlich nicht von dem Saatgut, sondern von den Chemikalien, die sie dann immer hinterher verkaufen. Und von daher ist das einfach nur ehrlich. Aber solche Sätze dabei zu haben, ist einfach für politische Auseinandersetzungen hervorragend. Was soll der arme Mann denn machen, wenn man so einen Satz dabei hat und ihn damit konfrontiert? Ich meine, erreicht haben sie es ja, ne? Das fand ich immer so ein schönes Schaubild, so Glyphosateinsatz in den USA, blau vor Einführung der Gentechnik, rot danach. Und da sieht man, dass dieses Ziel durchaus aufgegangen ist. Wenn man in deren Kochtöpfen wühlt, findet man nicht nur Texte, die zu dem Thema was aussagen und die Technik oder die Anwendung, die wir kritisieren wollen, auch diskreditieren, sondern mitunter findet man dort auch Aussagen, die diese Leute total krass diskreditieren. Auch die sollte man dabei haben. Wenn ich eines Tages mal mit dem aktuellen Pressesprecher der Gentechnik-Sparte von BASF zusammentreffe in einer Diskussion, ich meine, der ist nicht blöd, der setzt sich nicht mit mir auf ein Podium, aber wenn, dann würde ich Ihnen sagen Sie, Herr Deichmann, sind Sie nicht dieser Mensch, der mal gesagt hat, die Menschheit hat kein Recht auf einen konstanten Meeresspiegel? Der kann nach Hause gehen. Also solche Sätze müssen wir dabei haben, das sind Waffen. Und an dieser Stelle denke ich, und das lässt sich auf viele Themen, denke ich, übertragen, können wir unsere Strategien auch noch verbessern. Wir setzen meines Erachtens viel zu viel auf unsere eigenen Broschüren, natürlich, da wollen irgendwelche Verbände sich bewerben oder sonst wie was, auf unsere eigenen Studien und so weiter. Aber das halte ich, man muss ja damit nicht aufhören. Aber die schärfere Waffe ist, in deren Kochtöpfen rumzuwühlen. Gut, neben diesen Auslassungen als Steigerung und als letzter Kritikpunkt da noch ist, und das passierte nicht überall, aber es kam auch noch zu Ausgrenzungen. Also tatsächlich hat die agrogentechnische Protestbewegung sich mitunter auf absurde Weise auch nur untereinander behakt. Das eine Problem, was ich da gesehen habe, wo das wahrscheinlich herkommen kann, ist, dass auch in der agrogentechnisch kritischen Szenerie eine Menge von Abhängigkeiten bestehen. Es sind ja nicht nur die anderen abhängig von irgendwelchen Geldflüssen, zum Beispiel von staatlichen Geldflüssen, sondern große Teile von Umweltbewegungen und sowas sind erheblich von staatlichen Geldflüssen abhängig. Sind davon abhängig, dass sie ihr Label präsentieren, sind davon abhängig, dass sie ihre Spender und Spenderinnen nicht vergraulen. Also ich habe mir das irgendwann mal intensiver schon Weilchen hier bei den Strategien von Greenpeace angeguckt, wie genau dort deren Fundraising-Abteilungen inzwischen diktieren, wie Kampagnen aufzuziehen sind. Da gibt es noch moderner, ist ja zum Beispiel Campact, die machen jedes Mal, bevor sie eine Kampagne aufziehen, einen 5000-Leute-Check. Wie reagieren die darauf, wie locker sitzt das Geld und wenn nicht genug Geld oder die Resonanz nicht gut genug ist, wird die Kampagne nicht gemacht. Weil die Kampagnen müssen immer eine erhebliche Menge an Geld einbringen, weil inzwischen dort so riesige hauptamtliche Apparate sitzen. Da müssen ständige Geldflüsse her und man kann ja nicht immer das Glück haben, dass ein Atomkraftwerk kaputt geht. Das gibt natürlich einen Spendenzunami dann. Aber dieses ist ein Problem, das merkst du in der direkten Auseinandersetzung. Und ich glaube, dass das einer der wesentlichen Ursachen dafür war, dass gerade die großen hauptamtlichen Apparate massive Schwierigkeiten hatten, sich bei Aktionen mitzubeteiligen, weil sie immer Angst haben, meines Erachtens völlig auch überflüssigerweise, das wäre gar nicht so negativ angekommen, halt davor irgendwelche Spenden Einbußen zu haben. Und das ist manchmal noch weiter gesteigert. Da muss ich jetzt mal zum Beispiel zwei Beispiele mal dafür. Wie gesagt, es war unterschiedlich, aber um halt auch Kritikpunkte zu nennen. In den ersten Jahren von Feldbesetzung und Feldzerstörungen der neueren Zeit war es wirklich so, dass sich die Gentechnik-Lobby überhaupt nicht äußern musste. Das waren schon immer irgendwelche Umweltverbände oder Grüne oder sowas, die am nächsten Tag sich davon distanziert hatten. Das stand dann in der Zeitung. Also da haben die denen quasi die Arbeit abgenommen. Und ich habe mir immer gedacht, verdammt, das kann doch nicht sein. Also jetzt zum Beispiel, als diese Gendreck-Weg-Aktionen dann da hier ja auch in Kitzing oder sowas liefen, aber das ist immer der gleiche Standard. Und ich dachte mir so, können die wenigstens mal die Klappe halten? Es muss ja nicht jeder alles gut finden. Das ist ja in Ordnung. Vielfalt heißt ja auch, dass nicht alle alles gut finden müssen. Aber man kann doch sagen, wenn da die Presse anruft, wir haben damit nichts zu tun, wir äußern uns da nicht zu. Man muss sich doch nicht immer gegenseitig einen reinwürgen. Und das kann man steigern. Also wir haben zum Beispiel in Hessen, gibt es ein Aktionsbündnis Gentechnikfreies Hessen. Das wird dominiert von der evangelischen Kirche, den Grünen und dem BUND. Und dort sind alle Leute, die Feldbesetzungen, Feldbefreiungen machen oder damit sympathisieren, unerwünscht.
Das bedeutet, weil sowohl das Umfeld der Projektwerkstatt wie auch die Uni Witzenhausen in Hessen liegen, zwei Hochburgen genau dieser Aktivistinnen-Szene, dass quasi in Hessen alle relevanten Gentechnikgruppen nicht am Gentechnikbündnis teilnehmen dürfen. Das ist natürlich eine total absurde Situation, die man damit erzeugt. Und da schwächen wir uns völlig überflüssig gegenseitig. Spannend fand ich teilweise auch seltsame Geschichten in Medien. Das hat, glaube ich, mit dazu beigetragen, dass so der Name Monsanto hier so in den Vordergrund rückte, weil da hat man niemandem groß wehgetan, die sind schön weit weg. Wir haben es zum Beispiel erlebt in Hessen, dass das einzige relevante gentechnisch Versuchsfeld, was im Einzugsgebiet der Frankfurter Rundschau lag, dort jahrelang nie erwähnt wurde. Also sie haben über alles Mögliche berichtet, also tatsächlich auch gentechnisch kritisch relativ stark die FR. Aber dieses transgene Gerstenfeld der Uni Gießen, das haben sie immer verschwiegen, weil diese Zeitung natürlich viel zu nah dran ist an der Uni Gießen und auf sowas halt nicht guckt. Am absurdesten fand ich irgendwann mal, ich habe der Jungen Welt, ich weiß nicht, ob die hier irgendjemand kennt, das ist eine ziemlich radikal marxistische Zeitung, stammt aus der Ex-DDR-Szenerie, also es war die FDJ-Zeitung, die hat überlebt, die gibt es immer noch und das ist auch gut, dass es sie gibt, ja keine Frage, aber die hat natürlich so einen gewissen Touch, so eine Anhänglichkeit so an altstalinistische Ideen. Und den hatte ich dann mal angeboten. Ich hätte ja diese Recherche gemacht und viele Hochburgen seien da in Ostdeutschland und deren Verbreitung ist vor allen Dingen in Ostdeutschland. Ob sie Lust hätten, dass ich mal einen speziellen Artikel schreibe über diese Seilschaft in Ostdeutschland. Und das fanden die auch gut. Da gibt es immer so eine Themenseite, Seite 10 und 11, das ist so eine Doppelseite. Dafür war das vorgesehen. Ich habe das alles fertig geschrieben und dann kriegte ich eine Mail. Wir haben zu viel Angst vor den Konzernen, wir machen das nicht. Aber wenn in Deutschland schon marxistische Zeitungen Angst vor den Konzernen haben, dann wissen wir auch, in welchem Land wir hier leben. Na gut, einmal in die Gegenwelt hinein will ich ein bisschen mal zeigen, was es so im Bereich von direkten Aktionen 20 Jahre so gegeben hat und was ja letztendlich einer der wesentlichen Gründe auch war, jedenfalls in der Lesart der anderen Seite. Das Gesamtschau hat natürlich die Gesamtwirkung erzeugt, das ist gar keine Frage, aber zugespitzt war es sehr stark, 20 Jahre direkte Aktionen, das ging sehr früh los. Schon in den 90er Jahren, als diese Felder anfingen, 1992, kam es auch zur ersten Feldbesetzung. Das war mitunter noch richtig spannend. Das sind jetzt alles uralte Fotos. Ich kann euch nicht mal mehr im Einzelnen sagen, was da auf welchem Feld waren. Die waren ja überall verbreitet. Da passierten die absurdesten Sachen in den Konflikten. Agrevo war ein relativ aggressiver Konzern. Monsanto tauchte ein paar Jahre später mit seinen Versuchsfeldern auf. Und das sind alles so unterschiedliche Bilder aus dieser Zeit. Am lustigsten und am schwierigsten ist immer dieser Saatgutkonzern KWS gewesen, der ja im landwirtschaftlichen Raum eine erhebliche Rolle spielt, aber natürlich nicht so riesig ist, weil er ein reiner Saatgutkonzern ist. Das sind quasi so die einzigen, die nun keine Spritzmittel immer mitverkaufen, weil sie das gar nicht im Programm haben. Die sind ein schwieriger Konzern und zwar, weil die so unendlich nett sind. Also das macht ja keinen Spaß, sich mit denen anzulegen. Also ich kann mich erinnern, mal, wir gehen zu einer Hauptversammlung von denen und man will da irgendwie stören oder irgendwas machen. Dann kommen gleich der Vorstandschef und der Aufsichtsratsvorsitzende runter und sagen, ah, das ist ja schön, dass unsere Kritiker auch kommen. Ja, kommen Sie gleich mal einen Kaffee trinken. Und dann geht irgendwann mal diese Versammlung los und dann willst du da irgendwann deine Aktion machen. Nein, da ist schon der Vorstandschef, geht ans Mikrofon und sagt, ja, ich begrüße Sie hier alle und ganz besonders grüße ich auch unsere Kritiker. Wir sind ja eine Firma in demokratischer Tradition und ich möchte Sie alle bitten, die werden bestimmt ein paar Aktionen machen, die kritisch sind, dass Sie denen genauso applaudieren wie allen anderen Beiträgern. Da hast du ja gar keine Lust mehr, ne? Also. Das führte mitunter zu absurden Situationen, also zum Beispiel der, dass bei dem ersten Feld der KWS, die machen ganz viel mit Rüben, ein Versuchsfeld, das haben dann Leute besetzt. Und dann wurde dort ausgesät und die KWS ist eben immer was Besonderes. Dann setzten sich die Leute da so hin, ne? Und saßen da so. Und dann kam halt irgendjemand und hat diese Rüben da ausgesetzt. Und dann gehen die auf einen zu und dann sitzt man da so und dann machen die mit der Reihe hier so eine Kurve um dich rum und dann geht's so dahinter weiter. Ne? Und das steht so tagelang, so diese Situation, das ist alles total absurd. Natürlich so nachts gehen dann mal so ein paar Blätter verloren. Also das war immer KWS. Also schon sehr lustige Entwicklung, aber es zog sich halt so durch die Jahre, eigentlich die ganzen 90er Jahre, eine Menge von Feldbesetzungen, eine Menge von Feldbefreiungen. Das war das Feld in der Nähe, also in der Wetterau, was ich mitbesetzt hatte damals in diesen 90er Jahren. Es ist ein Bauer, den inzwischen viele Leute hier kennen, einer der ersten Vollgas
Gentechnikbauern, die Deutschland hatte. Eine unglaubliche Schlacht auf seinen Feldern. Er war auch nicht besonders nett, ist immer mit so einem Jaucherfass durch uns gefahren und hat das dann aufgemacht und sowas. Das ist, hat sich enorm intensiv mit dieser Agrogentechnik eingesetzt und ist da volle Kanne gescheitert und reist heute durchs Land und warnt Landwirte und Landwirtinnen davor, Gentechnik einzusetzen. Gottfried Löckner heißt er. Den kenne ich, weil ich ihm mal sein Feld besetzt habe. Aber er hat ja inzwischen, ist er einer der wichtigsten Kritiker, der halt ja auch tatsächlich aus seiner Praxis heraus erzählen kann, wie ein Hof untergeht, wenn man sich mit denen einlässt. Das ist ein Bild von seinem Acker. Ja, es kam dann zu einem, zu einer Pause. Es gab ein Moratorium in der EU. Es ist zwar nicht so, dass da gar nichts mehr passierte, aber der Widerstand flaute ab. Und es passierte nur ganz wenig Sachen und der Widerstand war auch schwächer. Da gab es auch Phasen mit sehr schwierigen Feldern. Da wurde sehr viel mit Raps experimentiert, was natürlich eine Pflanze ist, die man sehr schnell außer Kontrolle verliert. Aber so richtig los ging es eigentlich erst wieder 2004 mit einem sogenannten Erprobungsanbau. Da hatte die Bundesregierung, die Rot-Grüne wohlgemerkt, ganz viel Geld reingehauen, um die Agrogentechnik wieder in Gang zu bringen. Und auch daraus wurde finanziert ein Erprobungsanbau mit Mais. Das war eigentlich deutschlandweit überall gestreut. Gab es 2004 ganz viele Felder mit einem eigentlich gar nicht richtig zugelassenen Mais. Und ab 2005 gab es ja dann diese zugelassenen Felder, MON 810 und so weiter. Und dann waren es aber verschiedene Initiativen, die anfingen, dem jetzt auch wieder einen Widerstand entgegenzusetzen. Überregional war die erste große Zusammenschluss, der solche Feldbefreiungen organisiert hat und Öffentlichkeit dagegen. Diese Initiative gehen direkt weg. Die 2005 versucht haben, in Strausberg, das ist östlich von Berlin, eine ganz große öffentliche Feldbefreiung durchzuführen. Vielleicht waren ja auch Leute hier anwesend. Das hat nicht so richtig geklappt, war aber sehr spektakulär. Und es sind nur wenige auf das Feld draufgekommen. Und dann das Wichtigste aber war, dass so ein bisschen dieser Impuls gesetzt wurde. Und das führte tatsächlich dazu, dass es 2006 dann mehrere öffentliche Feldbefreiungen gab und davon gleich Pfingsten zwei erfolgreiche in Oberboing und in Gießen angekündigte öffentliche symbolische Feldbefreiungen, die in Gießen, werden vielleicht manche kennen, auf jeden Fall ich, habe das gut in Erinnerung, weil ich dafür ein halbes Jahr dann Knast absitzen musste. Und gehen direkt weg dann im Sommer in Badingen und jetzt deutlich erfolgreicher. Da kamen richtig viele Leute auf dieses Feld rauf und es gab ein ziemliches Spektakel. Und jetzt dehnte sich das immer mehr auf. Es also immer mehr haben solche Aktionen gemacht. 2007 auch wieder, gehen direkt weg. Aber jetzt auch an ganz vielen Orten gab es solche Feldbefreiungen. Das passierte immer häufiger. Und 2007 war auch das Jahr, wo es dann wieder eine erste Feldbesetzung gab. Das war ja nun schon fast 10 Jahre außer Mode gekommen. Und wir haben uns dann, nachdem das so in Gang kam, zusammengetan und gesagt, diese alten Feldbesetzungen, die haben gegenüber den Feldbefreiungen den Nachteil, das ist viel anstrengender und vielleicht wird man runtergeräumt, das wird trotzdem angelegt, aber sie haben den Vorteil, dass sie viel kommunikativer sind. Du bist auf diesem Feld, bist mehrere Tage oder vielleicht Wochen auf diesem Feld und erzeugst damit eine Widerstandsdebatte ja auch in der Region. Und das ist letztendlich das Wichtigste. Du kannst ja Veranstaltungen ja sogar auf dem Feld machen. Und uns war das total wichtig. Wir wollen wieder diese Feldbesetzung in Gang kriegen. Außerdem beißt sich das ja auch nicht. Die Feldbesetzung machst du im Frühjahr vor der Aussaat und die Feldbefreiung hinterher nach der Aussaat. Das kannst du also auch durchaus miteinander verbinden. Wenn die Feldbesetzung nicht klappen sollte oder du machst es dann noch an einer anderen Ecke weiter. Also das frühe Frühjahr ist quasi der Zeitraum der Feldbesetzung. Und dann später, die meisten Versuchsfelder sind halt nicht mit Wintergetreide oder so etwas. Jedenfalls im Moment hatten die das in den letzten Jahren immer erst später angefangen. So, und wir hatten uns überlegt, wir müssen wieder mit in Gang kommen. Und dann gab es 2007 ein relativ neues, damals so ein Mehrfachversuchszentrum. Das sollte der wichtigste Freisetzungsstandort in Deutschland werden. Das Agrobiotechnikum über viele Jahre, da wurden die meisten Versuchsfelder gemacht, nahe Rostock. Und da haben wir uns gesagt, dort, das ist das richtige Symbol, machen wir mal wieder eine Feldbesetzung. Und das war eine spannende Nacht. Und irgendwie haben wir es ein bisschen übertrieben. Wir waren richtig viele Leute. Wir bauen dann ja immer so Türme und hatten uns alles Mögliche ausgedacht, was wir da machen. Wir hatten mit ganz viel Arbeit auf so einem Hof, haben wir da gewerkelt und geschweißt, haben so einen Blechbauwagen, die Achse losgeschraubt, die war dann halt lose, haben ein Loch unten gemacht, haben eine Metallplatte reingeschweißt und dann mit dem Schweißbrenner so ein kleines Loch. Und dann wollten wir einen Betonblock in der Erde verbuddeln und mit einer Röhre nach oben und dann diesen Bauwagen von dieser Achse runterkippen, dass dieses Loch genau über dem Rohr mit dem Ankettvorrichtung ist. Und dann sollte sich jemand in den Bauwagen legen auf diese Metallplatte und durch dieses Loch dadurch sich unten in der Erde anketten.
Das hatten wir uns so überlegt. Das hatten wir alles vorbereitet. Und dann haben wir da rumgebastelt und irgendwie haben wir es übertrieben. Wir hatten einfach technische Probleme, das alles umzusetzen. Und das führte am Ende dann dazu, dass die Aktion misslang, weil irgendwann nach mehreren Stunden, und es stand leider noch keine Sicherungsstruktur, die Polizei uns entdeckt hat und uns da verjagt hat. Das war natürlich sehr frustrierend. Aber es war interessanter als gedacht. Also wir hatten dann sowieso gesagt, das soll ja ein Erregungskorridor sein. Das heißt, wir wollen, dass sich alle möglichen aufregen und dann da hinkommen und wir auch in die Dörfer und so ziehen. Dann waren wir da halt wieder weg. Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir trotzdem jetzt in die Dörfer. Und dann stellten wir was Interessantes fest. Das wusste jeder. Diese Nacht, das sprach sich rum wie so ein Lauffeuer da im ländlichen Bereich. Und außerdem half eine Zeitung nach, die wir sonst nicht so mögen. Oder ich hoffe, dass wir sie alle nicht mögen. Die Bild-Zeitung. Ganzseitiger Artikel. Ökos wollten den Feld besetzen. Und dann sieht man hier so unsere da liegen gebliebenen Sachen, ein riesen Artikel. Und dann sind wir in die Orte gezogen, haben alles Mögliche gemacht. Da gibt es zum Beispiel so einen Mobilfunkturm auf dem Gelände des Agrobiotechnikums. Den haben wir dann ersatzweise besetzt und da oben unsere Sachen aufgehängt. Das ist also richtig weit oben, das sieht man über richtig lange Distanzen. Haben jede Menge Aktionen dort vor Ort gemacht. Und das war ziemlich wichtig, weil wir damit eben doch eigentlich so ein bisschen von den Köpfen her den Effekt erreichten, den wir auch wollten. Und wir lernten Leute kennen und irgendwie, obwohl das ja ein Fehlschlag war, wir waren ungefähr 30 Leute, hat uns das sehr, sehr motiviert. Und wir überlegten, das nächste Jahr muss alles viel besser werden. Und so kam dann das bisher imposanteste Widerstandsjahr, was in der letzten Zeit da war, nämlich der Widerstandsfrühling 2008. Wir haben angefangen mit einem ziemlich angeberischen Aufschlag. Wir haben nämlich gesagt, dies ist das letzte Jahr der Agrogentechnik in Deutschland. Und wir sind von ziemlich vielen sich als seriöser empfindenden Umweltverbänden und sowas für ziemlich bekloppt erklärt worden für diese öffentliche Ankündigung. Wir haben das mit einer Massenzeitung gemacht. Endlich, auch Deutschland wird gentechnikfrei, so oder so. Und da waren halt ziemlich viele, so ziemlich klare Anspielungen so drin, die immer als Masse verteilt. Wir haben Auftaktaktionen am 1. und 2. Januar in Berlin gemacht, vor der Genehmigungsbehörde, vor dem Landwirtschaftsministerium, bei der FDP-Bundeszentrale und beim Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter. Leider gibt es von dieser Zeitung nicht mehr so viele. Wir haben ein paar Jahre später eine sehr ähnliche nochmal gemacht. Da haben wir noch ein paar übrig, die habe ich euch hier auf den Tischen verteilt, die könnt ihr gerne mitnehmen. Nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt irgendwie noch aktuell, das ist ein bisschen Nostalgie, die mitzunehmen. Da haben wir im Jahr 2012 haben wir das nochmal wiederholt so ein bisschen, es reicht. Und 2012 hat es ja auch gestimmt. Da schafften wir das nicht, aber so schlecht war es auch nicht. Wir haben uns aufgeteilt, diese 30 Leute. Ne? Also wenn eine Aktion schief geht, dann muss man ja beim nächsten Mal drei machen. Das ist ja immer klar. Also haben wir uns aufgeteilt und gesagt, wir besetzen 2008 drei Felder. Das fanden wir eine ziemlich mutige Ansage so. Und dann kam das Jahr. Und wir haben diese drei Besetzungen versucht und von den drei sind sieben gelungen. Also das Absurde in diesem Satz ist, wir haben alle drei Felder, sind technisch gelungen, sie zu besetzen. Also nicht so wie bei einem Jahr davor. In allen drei Fällen hat es geklappt. Und wir waren in allen drei Fällen erfolgreich. Alle drei Versuche wurden abgesagt und wir so, das ist unglaublich. Und dann sitzt du da auf dem Feld und dann denkst du dir, na, es gibt ja noch ein paar andere Felder. Und dann ist man umgezogen. Und so wurden aus drei sechs. Alle haben noch ein zweites Feld besetzt, nachdem sie gewonnen hatten im Standort. Da haben wir dann nicht immer gewonnen. Und ein weiteres Feld kam noch dazu. Da hat eine Gruppe, mit der wir überhaupt nicht gerechnet haben, sich das auch angeguckt und hat das dann auch gemacht. Das erste Feld, man muss ja immer nach dem landwirtschaftlichen Zyklus so ein bisschen gucken. Das erste Feld war ein Feld mit Sommergerste der Uni Gießen. Das war das erste, was besetzt wurde. Und das war dieses Feld mit transgener Gerste mitten in Gießen. Da musst du dann natürlich recht früh drauf gehen, ist ja klar. Zum Sommergerste ist ja sehr früh eine Aussaat. Wir sind im März, haben wir die Fläche besetzt. Das war schon eine ziemliche Schlammschlacht, die wir uns da geboten haben. Also März ist jetzt nicht die richtig tolle Zeit, da draußen zu hängen. Aber ihr müsst euch vorstellen, wir sind hier mitten in Gießen. Wir haben das aufgebaut in der Nacht. Das haben wir auf einem landwirtschaftlichen Hof richtig häufig geübt. Wir bauen da einen 12 Meter hohen Turm auf, darunter ein 1 Tonnen schwerer Betonblock, durch den man sich durch an einem Betonblock da unter in der Erde anketten kann.
Und das Ganze schaffen wir ohne zu reden, ohne Licht und ohne Maschinen auf diese Fläche. Also ganz absurde Varianten, also nur mal diesen Betonblock, haben wir zum Beispiel am Rand auf so einen Hubwagen. Ameise oder Hund werden die auch in verschiedenen Sprachräumen genannt, also ich weiß nicht, wie die hier heißen. Die pümpelst du so hoch und die haben, wo waren da? Hinten, glaube ich, zwei sehr Räder, die sehr eng zusammenstehen. Und dann haben wir so zwei große Bretter, so diese Betonschalenbretter, mehrere aufeinander geschraubt und zwar so ein bisschen versetzt, sodass man die ineinander schieben konnte. Das waren dann immer so drei und dann noch ein Element so. Und dann haben wir da halt Metalle reingemacht und dass man so mit solchen Ratschengurten die aneinander machen konnte. Und dann hatte man 4 Meter so Straße. Und dann sind wir da mit dem Ding so drüber gefahren. In der Mitte war eine Leiste, damit das Ding nicht runterrutschen kann. Da, also links und rechts jeweils ein Rad. Und dann sind wir da so drüber gefahren. Und immer wenn das hintere Teil wieder frei wurde, das hatten wir zigmal vorher geübt, immer die gleichen Leute an die gleiche Stelle, weg mit dem Gurt, anpacken 4 Leute, nach vorne davor, tschack, tschack, wieder fest, 2 Meter weiter und so weiter. Also damit legst du halt 500 Meter Strecke zurück, das dauert mal so locker mal 2-3 Stunden, aber die hast du da ja auch in der Nacht und am Ende liegt das Ding dann genau an der Stelle. Der Turm wurde aufgebaut, es hat wunderbar geklappt, zum Freuen. Ein paar weitere Bilder noch. Wir haben dann irgendwann Demos aus der Innenstadt daraus gemacht, damit Leute dahin gebracht. Die wollten uns immer so ein bisschen durch diesen Zaun aussperren. Es war das immer das gleiche Spiel. Jeden Morgen haben die den wieder geflickt. Jeder Nacht gab es da immer wieder Löcher. Es wurde eine Gegensaat gemacht mit Ökogerste. Und ihr könnt euch noch mal ein bisschen so, genau. Dann ist es natürlich so, im April haben wir auch mal 20 cm Neuschnee. Was haben wir heute für ein Datum? 3.4., das war am 6.4., kann man sich gar nicht vorstellen. Also so ein schöner Eindruck von sowas, wie so etwas funktioniert. Das kam dann mein Fernsehteam vorbei und hat das gefilmt. Das will ich doch hier mal euch präsentieren. Die ganz große Zeit der Umweltaktivisten ist doch eigentlich vorbei, oder? Wer demonstriert denn noch gegen Landebahnen oder Atomkraftwerke? Hier in Gießen habe ich aber ein paar Leute entdeckt, die das anscheinend noch machen. Und hier geht es anscheinend um Gentechnik. Worum genau, das schaue ich mir jetzt mal an. Erstmal hinkommen für lauter Schlamm. Mitten auf dem Versuchsfeld der Gießener Uni hat es sich ein Häufchen Gengegner, sagen wir mal, gemütlich gemacht. Zur Begrüßung gibt's für mich ein Stückchen Möhrenkuchen. Seit einer Woche kämpfen die Aktivisten hier. Ihr Motto, weg mit dem Gendreck. Warum seid ihr hier? Also die Fläche, auf der wir sitzen, ist ein Genversuchsfeld. Hier wird seit 2006 transgene Gerste angebaut. Und nachdem es 2 Jahre lang angegriffen wurde, nach der Aussaat, teil oder ganz zerstört wurde, haben wir gesagt, dieses Jahr, darauf wollen wir gar nicht hoffen, dass wieder irgendwelche Leute es kaputt machen. Wir besetzen es vorher. Der Versuch fängt gar nicht erst an. Jörg Bergstedt, in Gießen bekannt wie ein bunter Hund. Besonders Polizei- und Justizbehörden bringt der Ökoaktivist mit seinen Aktionen gerne mal auf die Palme. Seit Jahren kämpfen er und seine Freunde auch gegen die gentechnischen Freilandversuche der Gießener Uni. Sabotage und Provokation gehören zum Handwerk. Also ich fühle mich hier recht wohl und lässt sich eine Weile aushalten, bis das die Polizei einen dann vielleicht runtergeholt hat. Diese Aktion geht direkt ran, erregt. Die Leute sind richtig erregt teilweise. Es beschimpfen uns auch welche. Letztendlich ist das ein Effekt, den ich haben will. Es geht ihnen offensichtlich nahe, ich komme in Diskussion. Und das ist der Hauptzweck. Nicht nur, dass wir das hier verhindern, sondern dass wir eine Diskussion anzetteln, dass hier in Gießen sich Leute auch zeigen und auch Protest zeigen und sich selber auch mehr Mut haben. Die Methode funktioniert erst. Gestern musste die Uni ein Versuchsprojekt auf einem anderen Feld wegen Bürgerprotesten beenden. Und mein Besuch beim Unipräsidenten zeigt, langsam sind die Wissenschaftler genervt. Also eine sehr fundamentalistische Diskussion, ja, die Nutzen und Schaden eigentlich nicht mehr abwägt, ja. Und wo man natürlich auch sehen muss, und das ist durchaus eine Erwägung, die Universität Gießen ist natürlich mit ihren agrarwissenschaftlichen Forschungen im internationalen Wettbewerb und dort sind diese Diskussionen teilweise unbekannt. Den Aktivisten ist das egal. Sie wollen das Gießener Feld weiter besetzen, bis die Uni sie verjagt oder auf Freilandversuche mit genmanipulierten Pflanzen verzichtet. Wir haben da 3 Wochen gesessen und haben währenddessen dann diese ganzen anderen Erfolge noch mitgekriegt. Wir waren ja die Ersten und das war schon ganz faszinierend. 3 Tage später die nächste Besetzung. Wir wussten das ja. Das waren ja die 3 geplanten und tatsächlich, es klappte auch technisch und relativ schnell haben die da aufgegeben. Das ist schon eine sehr nette Geschichte, wie du das so dann Stück für Stück mitkriegst. Ich will nicht alle Stationen da aufzählen. Ganz bemerkenswert dann,
Noch während wir da saßen, gab es die erste Feldbefreiung. Das lag daran, dass es da ein Winterweizenfeld gab, nämlich dieses neben der Saatgutbank in Gatersleben, eines der umkämpftesten und absurdesten Felder überhaupt. Und am 21. April 2008, also auch genau in diese Phase herein, eine der wichtigsten und erfolgreichsten Feldbefreiungen, die es in diesem Land ja gegeben hat. Auch das muss man sich einfach noch mal geben, finde ich. Montag, kurz vor 5. Sechs Ökoaktivisten zerstören ein streng bewachtes Genweizenfeld in Gatersleben. Die Aktion ist lange vorbereitet, soll auf jeden Fall gewaltlos verlaufen. Ein freies Kamerateam dreht in ihrem Auftrag, ein Wachmann scheint völlig überfordert. Wir brauchen nicht auf das andere Feld. Die genmanipulierten Weizenpflanzen wurden hier trotz vieler Expertenproteste gepflanzt. Die Befürchtung der Gegner, dass der traditionell angepflanzte Weizen in unmittelbarer Nachbarschaft von dieser Gensaat verseucht werden könnte. Knapp eine halbe Stunde später ist die Polizei da. Den Aktivisten drohen Klagen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Für ihre Überzeugung riskieren sie Kopf und Kragen. Gentechnik, wenn die einmal freigesetzt wurde, ist sie nicht rückholbar, sie ist irreversibel. Und kein Mensch kann sagen, wie das weitergeht. Ja, und so ging es weiter durchs Jahr. Und das letzte Feld und auch das längste Feld war eines im Wendland. 7 Wochen wurde das besetzt. Da ging es um den MON 810 Mais. Und es entbrannte ein absurder Kampf zwischen den Leuten, die das besetzt haben. Da gab es noch so eine Mahnwache daneben. Wenn man halt so lange da drauf sitzt, kann man auch 2 Türme bauen. Dann kann man von einem Turm den anderen fotografieren. Und der Landwirt hat trotzdem immer versucht, er hat einmal versucht, die Dinger umzuwerfen, so in Selbstjustiz, hat nicht geklappt. Und dann hat er tatsächlich ausgesät, ist da irgendwann mal gegangen, hat diesen Mais eingedrillt. Dann haben Leute irgendwann diesen Traktor, dann wurde mobilisiert, dann haben Leute diesen Traktor blockiert. Und dann sind Leute hingegangen und haben alle Maiskörner wieder ausgebuddelt. Eine irre Arbeit, aber ganz viele Leute darüber haben dem Landwirt das wieder zurückgebracht. Und irgendwann haben Kolleginnen oder Kollegen dann ungefragt ganz normalen Mais dort eingedrillt und sind zu dem Landwirt hingegangen. Hier, wir schenken dir jetzt dieses fertig eingesäte Feld. Und er hat das Geschenk angenommen und damit war es auch dort zu Ende mit jeder Gentechnik. Insgesamt haben wir es 2008 natürlich nicht geschafft, die Agrogentechnik in Deutschland zu besiegen. Das sollte noch ein Weilchen dauern. Aber es ließ sich schon ganz sehen, über 50% der Felder konnten verhindert werden. Und nach dem Jahr hat auch niemand mehr gelästert, dass wir so eine großspurige Ankündigung gemacht haben. Es war insgesamt klar, das war eigentlich ein ziemlich gutes Mittel, um halt so zu mobilisieren. Diese ganzen Frontblätter der Großkonzerne haben das Ende des Forschungsstandortes Deutschland und so weiter. Also die haben alles Mögliche sich jetzt bemüht, dagegen zu halten. Aber es hat nichts gebracht. Es ging ab dort Jahr für Jahr weiter. Wir haben 2009 mehrere Besetzungen gehabt. Wir haben etliche Feldbefreiungen gehabt. Und das führte zu einer Veränderung in der Verteilung der Felder. Dann kam noch das MON 810-Verbot natürlich dazu. Aber 2010 auch noch ein paar Aktionen. Und 2011 entstand dann die Situation, dass sie alle Felder nur noch auf 2 hochgesicherte Flächen reduziert hatten. Das waren das Agrobiotechnikum in Rostock, wo 2007 diese Besetzung misslang. Hochgesichert, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch da mal war, mehrere Zäune, Flutlicht, Wachhunde, Direktschaltung zu Polizeihubschraubern, Wachschützer darum. Also das war wirklich so, dass die Nachbarn immer sagten, super, vergessen wir die DDR-Grenze nicht. Und das zweite war so ein ganz absurder Streichelzoo für Gentechnikpflanzen in Üpplingen. Da wurde gar keine Forschung gemacht, da standen immer so Doppel von den anderen Feldern. Und das war so eine Art Propagandagarten. Auch der war sehr hoch gesichert. Und da waren sie sich noch relativ sicher, das sind unsere letzten beiden Flächen. Und das war ein großes Areal und da waren da mehrere Versuche auch immer drin. Und das sollte sich 2011 ändern. Im Juli 2011 gab es eine Doppelaktion, die dann von Uwe Schrader später in der Mitteldeutschen Zeitung und in der Frankfurter Rundschau als Genickbruch für die deutsche Gentechnikindustrie bezeichnet wurden. Und in der Tat, viel später haben manche Zeitungen immer gesagt, Monsanto zieht sich jetzt zurück. Natürlich schreiben die Monsanto und nicht BASF, weil Monsanto ist für die Auflage besser. Aber tatsächlich ist es dieser Moment gewesen, wo die Konzerne gesagt haben, Deutschland nicht mehr. Es reicht natürlich auch nicht in Deutschland. Ist ja klar, die Grenzen sind offen für alles, außer für Menschen. Von daher ist es klar, dass das nicht reicht, Deutschland frei zu kämpfen. Aber ab diesem Moment, und zwar war das eine Doppelaktion im Juli 2011,
wo bis heute unbekannt gebliebene Leute diese beiden hochgesicherten Standorte angegriffen haben und es schafften, dass sämtliche Überwachungsanlagen ausgefallen sind. Auch die Wachschützer wurden irgendwie eingesperrt oder so, konnten nicht mehr telefonieren und so weiter und so fort. Niemand konnte benachrichtigt werden. In dem einen Fall hat die Polizei offensichtlich erst Stunden später davon mitbekommen, dass alle Felder zerstört waren. Die sind dann nur noch, gar kein Hubschrauber mehr gestartet, sind dann gar nicht, nur noch mit Fährtenspürhunden hingegangen und haben irgendwas gesucht. Und das Bemerkenswerte ist, dass eigentlich in beiden Fällen keine einzige Spur zu finden war. Und das ist schon ein bisschen interessant, was da eigentlich abgelaufen ist, wer eigentlich derart agieren kann, dass selbst eine so hochgerüstete Geschichte da keine Chance geben hat. Dass ich das überhaupt alles euch so detailliert erzählen kann, liegt natürlich nicht daran, dass ich Täterwissen habe, das ist ja klar, ne? Ob ich dabei war oder nicht, das werdet ihr von mir auch nicht erfahren, das kann sein, kann auch nicht sein, nein! Es ist eine gewisse Tradition in den letzten Jahren in Deutschland gewesen, dass wenn die keinen Tatverdächtigen haben, schreiben die nicht unbekannt rein, sondern meinen Namen. Und dann beantragen sie, weil es ja ihre einzige Chance, zu hoffen, dass irgendwelche Leute hinterher mal drüber quatschen und dann werde ich immer überwacht. Und dann wurde ich halt eine Zeit lang, ein paar Monate, alles abgehört und so weiter. Ist auch ganz witzig, weil dann, wenn man hinterher mal nachliest, was für merkwürdige Telefonate so mit Leuten führt. Aber egal. Wenn du überwacht wirst, so ganz formal mit Beschluss und sowas, sagen die es natürlich nicht vorher, aber hinterher sagen sie dir, dass sie dich überwacht haben. Und es ist dann rausgekommen, dass kein Tatverdacht besteht und ich wohl nicht der Täter bin. Also entweder war ich es wirklich nicht oder ich habe das gut gemacht. Auf jeden Fall, du darfst hinterher die Akte angucken. Und das heißt, ich habe alle Vernehmungsprotokolle und alle Polizeischriften und sonst was über diese Überfälle habe ich dann lesen können. Und daher weiß ich sehr genau, was abläuft und wüsste das auch selbst, wenn ich keinerlei Zusammenhang zu dieser Aktion habe. Eigentlich also war es 2011 durch und die wussten, es gibt keinen sicheren Quadratmeter mehr in Deutschland. Trotzdem haben sie 2012 noch ein Feld angelegt und das ist, finde ich, das absurdeste Feld, was Deutschland je erlebt hat. Es ist nämlich angelegt worden vom Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt. In ihrer totalen Verzweiflung haben die ein Feld angelegt, um die Feldbefreier zu fangen. Haben Fallen aufgestellt. Und jetzt wird's richtig interessant. Das Feld ist angegriffen worden, komplett zerstört worden und alle Fallen haben versagt. Also das ist schon ein bisschen Hollywood-reif, finde ich. Und damit war es zu Ende. Seit 2013 mal versucht hier niemand mehr irgendetwas. Und das, was ihr jetzt seht, ist ein Triumph gewesen, fast ein Jahr her. Natürlich lernt man sehr viele verschiedene Leute kennen und unter anderem natürlich auch so im Umfeld. Und so haben uns Firmen, die da auch sitzen, im April 2013 ins Agrobiotechnikum reingegangen. Wir gingen durch den ehemaligen Tempel filmend hindurch. Das sind die leeren Labore dieser komischen Seilschaften, Kleinstfirmen, die da waren. Das ist alles leer. Und es gibt schon noch ein paar andere Labore, das sind aber keine Gentechnikfirmen. Und du konntest das so richtig erleben dort, wie diesen Triumph der Auseinandersetzung, der gerade in Mecklenburg-Vorpommern ja auch sehr wichtig war, weil dort ist das einzige Bundesland gewesen, wo immer alle zusammen agiert haben. Also der BND zum Beispiel war auch auf Landesebene mit seinen Hauptamtlichen sehr früh, sehr eng mit Feldbesetzern und Feldbefreiern zusammen. Wir haben sehr, sehr viele Sachen zusammen gemacht. Das erzeugt eine wunderbare Situation, weil es dort dann gar nicht zur Distanzierung kommt, sondern man macht nicht die gleichen Sachen, aber man lässt sich nicht auseinanderdividieren. Dann haben wir dort wunderbare Kontakte zu Anwohnern gehabt. Das ist total schön. Ich habe diesen Vortrag mehrfach direkt am Zaun halten können. Und wenn du da Proteste auf der Straße machst und die Polizei kommt und erteilt dir Platzverweise, dann gehst du halt noch ein bisschen dichter ran, weil von den Privatgrundstücken können sie sich nicht wegbringen und die Privatgrundstücke haben immer direkt am Zaun geendet. Und die dann standen da Transparente in diesen Orten und so weiß. Also Mecklenburg-Vorpommern war wirklich auch ein wunderbares Beispiel, wie so ein Kampf an den Konfliktorten geführt werden kann von verschiedenen Akteuren, gerade zusammen mit der örtlichen Bevölkerung. Das war eine wunderbare Situation und die haben sich natürlich auch ungemein gefreut. Das, als es dann zu Ende war, sowieso, das war immer so, die haben mal so erzählt, irgendwann mal ist die Kerstin Schmidt, die Geschäftsführerin von diesen ganzen komischen Firmen, auch Biovativ und sowas, da mal rumgegangen und hat die gebeten, wenn irgendwas ist auf dem Feld, ob die dann auch ein bisschen mithelfen können und dann die Polizei rufen könnten. Und dann, die haben uns das dann hinterher erzählt, sie hätten alle geantwortet, wir rufen nicht die Polizei, wir holen die Sektflasche. Also da war überhaupt kein Rückhalt. Es gab dann am Ende eine 9:0 Abstimmung im Gemeinderat, dass deren kleine Parzelle, die da an der Fläche noch liegt, der Pachtvertrag gekündigt wurde. Also das war wirklich eine sehr, sehr interessante Auseinandersetzung, die wir da gefahren sind.
Und ein schönes Beispiel, wie sich halt lokaler Widerstand organisieren lässt. Gut, jetzt springe ich in diese zweite Fragestellung hinein. Und da geht es mir um die Frage von dieser inhaltlichen Ebene. Was wurde kritisiert? Und das hatte ich vorhin ja schon eine Kritik angedeutet, dass leider in der Regel relativ einseitig im Vordergrund stand, diese ökologischen und gesundheitlichen Folgen zu kritisieren. Gentechnik ist irgendwie unkontrollierbar und so weiter und so fort. Das zweite Thema, was sehr lange intensiv war, waren noch so Rechtsfragen. Was ist erlaubt? Ist die Gentechnik vielleicht gar nicht erlaubt nach Gentechnikgesetz und so weiter und so fort? Das hat meines Erachtens eine Vielzahl von Problemen, die dabei auftreten. Also nicht so, dass ich diese Argumentation jetzt völlig falsch finde, aber es treten einige Probleme auf, wenn man auch über die Angstschiene Politik macht. Das machen ja schon immer ganz andere. Und zwar ist es einmal meines Erachtens immer ein sehr intransparenter Kampf der ExpertInnen. Also die Normalbevölkerung kann an dieser Debatte letztendlich gar nicht richtig teilhaben. Und man muss sich dann wieder auf die Experten verlassen. Oder halt, wenn das vor Gericht ausgefochten wird, dann bezahlt man irgendwelche Anwälte. Das heißt, das ist eine Debatte, die äußerst schwierig mit vielen Leuten zu führen ist. Man kann das zwar Leuten erzählen auf der Straße, aber die können sich sehr schlecht beteiligen an den Auseinandersetzungen. Außerdem sind da meines Erachtens einige Ausblendungen drin. Wer sagt, die Gentechnik ist gefährlich, weil giftig oder was auch immer, hat zwar möglicherweise recht, macht aber eine indirekte Aussage über die konventionelle Züchtung, die so nicht stimmt. Nämlich die, dass die konventionelle Züchtung nicht giftig wäre. Und bei dem, was der Kapitalismus, der macht in allen Technikbereichen, das Maximale an profitorientierter Forschung und Technikanwendung. Und wir sind in der konventionellen Züchtung sehr viel zum Beispiel mit dieser Mutationszüchtung unterwegs. Da nimmst du dann Zellkulturen, knallst mit radioaktiver Strahlung rein und guckst dann mal, was rauskommt. Das ist doch mindestens so Frankenstein wie Gentechnik. Aber wenn ich jetzt sage, Gentechnik ist schlecht, habe ich nicht mehr so eine grundsätzliche Kritik, sondern mache so ein Ding auf, das ist das Schlechte und dann kommt das andere natürlich als ganz gut rüber. Und auch das Problem mit der gentechnisch freien Agrarindustrie, das ist ja auch so ein bisschen so, wenn Gentechnik freie Landwirtschaft gut ist, und das wurde in den ersten Jahren sehr stark ja auch so formuliert, dann heißt das, dass gigantische, meinetwegen Massentierhaltungsanlagen wie okay ist. Und das ist doch absurd. Und insofern fand ich, oder wir sagen damit aus, dass ein Regenwald, der für gentechnikfreies Soja gefällt wird, immer diese Reduzierung auf diese Gentechnikkritik, das so isoliert als Problem anzugehen, das ist sicherlich sehr praktisch, um neue Mitglieder oder Spenden zu werben, aber die politische Forderung, die darin steckt, also statt zu sagen, wir wollen eine ganz andere Landwirtschaft, das auf die Gentechnik, finde ich, ist relativ schwierig. Außerdem, wenn ich sage, dass die Gentechnik riskant ist, fordere ich eigentlich nicht ein Ende der Gentechnik, sondern eine Optimierung der Technik. Wenn ich sage, der Castor ist nicht sicher, sage ich auch nicht, er soll nicht fahren, sondern er soll anders gebaut werden. Ich schraube also selber an der Weiterentwicklung der Technik. Und das Ende ist immer der Ruf nach mehr Forschung. Das muss alles noch genauer untersucht werden. Wir haben im letzten Jahr, ich habe mich ja total darüber aufgeregt, im letzten Jahr, wo wir die Gentechnik schon vertrieben hatten aus Deutschland, waren es Umweltverbände und landwirtschaftliche Organisationen, die uns eigentlich nahestehen, die zusammen eine Petition eingebracht haben an den Bundestag, so eine E-Petition, bitte mehr Risikoforschung. Wir hatten keine Felder mehr und die fordern mehr davon. Das waren die Umweltschützer. Ich habe mich ja gewundert, dass die Gentechnik-Lobby nicht so schlau war und einfach dafür gesorgt hat, dass genügend Leute unterschrieben haben. Weil in dem Moment, wo es kein Feld mehr gibt, ist der Ruf nach mehr Forschung für die Ökogentechnik der Ruf nach neuen Feldern. Und das waren die Umweltschutzverbände selber. Und das fand ich schon ganz schön abgefahren. Zum Glück, also ich habe mich ja auch dagegen ausgesprochen, das gab dann sofort wieder Angriffe aus den Apparaten. Zum Glück haben nur 2500 Leute unterschrieben, 50.000 hätte es gebraucht. Und das sind dumme Ideen, meine ich. Aber gut, man kann da auch unterschiedlicher Meinung sein. Das Absurdeste an dem Ganzen ist ja, wenn ich mich nur über Risiken streite, gibt es eine ganz seltsame Win-Win-Situation zwischen Gentechnik-Befürworterinnen und Gentechnik-Gegnerinnen. Die Gentechnik-Befürworterinnen erhalten neue Aufträge, weil wenn man sagt, es muss genauer erforscht werden, wer soll es denn tun? Also genau die. Und die anderen, weil ja ganz viele kein Vertrauen in diese Wissenschaftsszenerie haben, bekommen halt
mehr Mitglieder und mehr Spenden durch diese Debatte über die Risiken, damit sie aufpassen, dass auch was Gutes passiert. Das heißt, das Absurde ist, dass dieses Spiel eine Win-Win-Situation ökonomisch bedeutet. Ich will das nicht unterstellen, dass das der Antrieb war, aber ich habe mich schon über einiges da gewundert. Aber gut. Was nicht so im Vordergrund stand, aber natürlich schon auch formuliert wurde in den letzten Jahren, wichtiger wurde, und das fand ich auch wichtig, war, statt dieser Risikodebatte den Finger in die Wunde der Frage, eben dieser Machtfrage der bäuerlichen Landwirtschaft, der Selbstbestimmung, der Ernährungssouveränität und so etwas zu legen und dazu sagen, was die Gentechnik da ausrichtet. Und das ist ja tatsächlich eine ganze Menge, auf was man da ansprechen kann, die Frage stellen, wem nützt eigentlich die Gentechnik? Also was hat das für Auswirkungen? Die Hungerfrage, das hatte ich vorhin schon erlebt, also den Menschen nützt es halt nichts, weil es gibt ja genug zu essen. Dann dieses Zitat von dem Uwe Schrader, also dieses ganz klar machen, dass die Gentechnik dazu da ist, dass man mehr Agrochemikalien verkauft. Das ist der Sinn des Ganzen. Dann die Patente auf Leben, die Monopole, das ist ja in den letzten Jahren mehr in den Vordergrund gerückt, der Kritik, was ich auch gut fand. Und das finde ich sehr wichtig. Da haben die einfach keine Argumente dagegen. Ich kenne niemanden, die da überhaupt dagegen reden. Und dann gibt es natürlich noch die Steigerungen, die sowieso selten diskutiert werden. Natürlich gibt es auch militärische Forschung und was auch immer, Bevölkerungskontrollideen, irgendwelche Leute unfruchtbar machen, was alles in der Gentechnik alles debattiert wird da in den Forschungslaboren. Da machen wir uns gar keine Vorstellung davon, was hinter den verschlossenen Türen alles noch passiert. Aber es ist doch wohl für niemanden überraschend, wenn man halt erfährt, dass auch das Militär darüber nachdenkt, was es da alles so macht, mit Schaltergen, was sich da alles so machen lässt. Braucht man in Zukunft kein Agent Orange versprühen, das kommt ja nicht so gut in der Bevölkerung. Da reicht dann vielleicht irgendein harmloser Stoff und die gentechnische Pflanze ist allerdings so verändert, dass sie dann einfach abstirbt mit einem völlig harmlosen Stoff, weil dann Schaltergen drin ist, dass ich mit irgendeinem harmlosen Stoff ansprechen kann. Das lässt sich mit Gentechnik richtig viel machen. Die Vorteile dieser Argumentation wären, dass sie keine Expertinnen-Diskussionen so stark hervorrufen, weil das sind wirklich Themen, das sind sozialpolitische Themen, wo man mit allen Menschen eigentlich darüber sofort diskutieren kann. Außerdem ist es keine Gefahr neuer Forschungsgelder, weil da ist nichts zu erforschen. Wenn man keine Patente will, da kann ich keine Forschungsaufträge zu vergeben. Es gab natürlich, die Gentechnikbefürworter haben das natürlich auch geschnallert, was da läuft, und haben immer eine Abwehrreaktion gegen diese Art der Argumentation gemacht und haben immer den Leuten, die mit sowas kamen, vorgeworfen, ach, ihr seid so unsachlich, das ist doch alles ideologisch und so weiter und so fort, und haben dann so Sprüche wie Fakten statt Ideologie rausgehauen. Also das war sehr schnell so, und sie haben es relativ häufig gekriegt. Ich habe viele Podiumsdiskussionen zwischen zum Beispiel Umweltverbänden oder Grünen und Konzernen, wo sich immer wieder abdrängen ließen in diese Debatte um Risiken, statt auf dieser machtpolitischen Ebene zu bleiben und zu sagen, wir wollen die Gentechnik aus den und den Gründen nicht. Weil da diskutieren die anderen nämlich nicht mit, da haben sie kein einziges Argument, und bei der Risikodebatte kommen sie halt schon ein bisschen vorwärts. Also die sind immer wieder dabei und versuchen das zu provozieren, dass wir mit ihnen ausschließlich über Risiken reden. Gut, vielleicht auch nochmal auch hier ausgelassene Chancen bei dieser inhaltlichen Debatte. Diese Fokussierung, das hatte ich schon mal genannt, auf diese Studien als Inhalt, eigene Texte wurden wenig genutzt. Dann gab es noch eine Sache, die ich auch relativ schwierig fand, ein gewisses Desinteresse an den konkreten Standorten. Da wurden nicht nur keine Aktionen gemacht, sondern es wurde auch selten hingeguckt, was dort eigentlich läuft. Und da sind eine Menge von Informationen verloren gegangen. Denn wenn man genauer hinguckte, was die eigentlich machen auf den Versuchsfeldern, dann war es auch ganz interessant. Vielleicht, um mal so ein Beispiel zu nennen, es gab dieses Feld mit transgener Gerste da in Gießen, das hatte ich schon erzählt, das stand dann an verschiedenen Standorten. 2009 war es an diesem Agrobiotechnikum, weil da hatten die das auch schon aus Sicherheitsgründen hingelegt. Das ist ein Versuch gewesen, haben die behauptet, dafür haben sie Geld kassiert. Wir haben ja immer gesagt, die machen da was ganz anderes, die schummeln ja. Und wenn man jetzt genau hinguckt, was da passiert, kriegt man schon sehr viele Informationen, mit denen man politisch arbeiten kann. Das war ein Versuch, den Pilzbefall auf den Blättern zu untersuchen. Wie das so ist zwischen gentechnisch Veränderten, die hatten das halt so gentechnisch verändert, dass das resistenter gegen Pilze sein sollte. Und sie hatten Vergleichspflanzen dort gemacht und haben behauptet, dass sie den Unterschied machen. Dafür haben sie Forschungsgelder gekriegt. Für uns war irgendwie klar, das stimmt nicht. Und das ist total interessant, weil in ihrem Abschlussbericht gibt es einen bemerkenswerten Vorfall. Und zwar dieses Feld, was da in der Nähe von Rostock stand, hatte dann halt irgendwann einmal im Laufe der Vegetation, das war sowieso zu einem seltsamen Zeitpunkt angelegt worden, nämlich Ende Mai,
Es war ein Sommergerstenfeld, also wer sich mit Landwirtschaft auskennt, kann beurteilen, dass Ende Mai für einen Sommergerstenanbau eine ziemlich absurde Zeit ist. Und vor allen Dingen, wenn man Pilzbefall untersuchen will, dann muss man ja ganz besonders darauf achten, dass man in der gleichen klimatischen Ebene so drin ist und kann nicht einfach mal zwei Monate später aussehen. Aber es kam trotzdem etwas mehr als einen Monat nach der Aussaat auf der gesamten Fläche zu einem ganz starken Mehltaubefall. Also Mehltau ist eigentlich keine Art, sondern ist eine Beschreibung des Aussehens eines ziemlich heftigen Pilzbefalls. Das sind durchaus unterschiedliche Pilzarten beteiligt. Aber dann sehen diese Pflanzen richtig so wie so eingestaubt aus, eingepudert aus. Und es gab einen heftigen Mehltaubefall. Und das ist ja jetzt eigentlich, wenn man sich überlegt, die würden dort wirklich den Befall von Pilzen untersuchen, dann wäre das ja das Optimum für die. Jetzt könnten die Unterschiede feststellen in dem Befall dieser beiden Pflanzen. Aber was machen sie? Wurde ein starker Mehltaubefall festgestellt und durch Applikation von Carpallo Breitbandfungizid und noch am Ende Insektizid, das habe ich ja gar nicht verstanden, am 2.7.2010 bekämpft. Ich habe da mal nachgeguckt, was Carpallos hat, ein Breitbandfungizid. Das heißt, die töten das Objekt ihres forscherischen Interesses sofort selbst ab und es ist ein, jedenfalls in der Werbung, ein Breitbandfungizid mit Langzeitwirkung. Sie sorgen damit auch dafür, dass es keinen neuen Pilzbefall mehr gibt und erzählen uns und kassieren Steuergelder dafür, dass sie eine Studie machen wegen Pilzbefall. Also total absurd, aber so kann man, wenn man sich für das konkrete Geschehen interessiert, halt auch einiges feststellen. Ein zweites Beispiel, wer da war, kann sich sicherlich noch daran erinnern, eines der schönsten Bilder, die ich immer so gezeigt habe. Es gibt immer Sicherheitsauflagen bei den ganzen Feldern, dass ein Kleinsäugerschutzzaun auch gegen Mäuse und so darum gemacht werden soll. Und das waren immer die gleichen und ich habe den ja mal fotografiert und er sah so aus. Und ich finde, das ist eine politische Waffe, ein solches Bild. Ne? Das ist dieser Karnickeldraht, 2,5 cm, kann jede Maus einfach durchwandern. Die Genehmigungsbehörde hat sogar anerkannt, dass das ein wirksamer Mäuseschutzzaun ist. Total absurd, solche Bilder sind Waffen. Und wir müssen damit arbeiten, aber dazu müssen wir uns für die Konfliktorte interessieren. Und das ist etwas, was insgesamt deutlich vernachlässigt wurde. Als Gegenentwurf alles etwas, was die meisten, glaube ich, kennen und was ich total schön fand. Es war nicht nur eine Kampagne, die ich als sehr erfolgreich empfunden habe. Sie hat mich ja deshalb unter anderem auch am Ende ein bisschen gelangweilt, weil sie so erfolgreich war und ich diesen Vortrag so häufig gehalten habe. Diese Kampagne zu den Gentechnik-Seilschaften. Und es war noch etwas anderes ganz wichtig, glaube ich, in diesem Kampf. Nämlich, dass diese Kampagne kam aus dem Kreis der Feldbefreier und Feldbesetzerinnen und so weiter. Das war etwas ganz Wichtiges, weil das diese Trennung so ein bisschen zumachte. Häufig hat man das ja so, Leute, die einen ketten sich vom Castor an und die anderen erzählen in der Tagesschau, warum die das tun. Das ist seltsam geteilt und das war hier bei der Agro-Gentechnik nicht so. Möglicherweise habt ihr ja relativ viel davon mitgekriegt. Anlass, diese Kampagne anzuzetteln, war dieser Film und das Buch Monsanto mit Gift und Gen, das kennt ihr wahrscheinlich auch, Marie-Monique Robin. Das war relativ, viele haben sich das angeguckt und viele haben sich aufgeregt und ich habe mir das auch angeguckt, ist ja ein wunderbarer Film, gar keine Frage. Ich habe mir gedacht, das müssen wir für Deutschland auch mal machen. Und dann fingen wir ja da an zu recherchieren. Im Frühjahr 2009 haben wir diese ganzen Daten zu Deutschland zusammengetragen. Dann entstand zunächst diese Broschüre Organisierte Unverantwortlichkeit, die wir versucht haben, ganz breit zu streuen, um ins Thema reinzukommen. Später ja noch das Buch und auch diese Tonbilderschau. Das sind ja die beiden Dinge. Einige werden das ja vielleicht auch kennen. Da auf dem Büchertisch habe ich es natürlich auch noch mal wieder ausliegen. Aber ich fand, dass die beste Waffe eigentlich bei der Broschüre war noch spannend, als wir starteten, waren wir ziemlich isoliert. Das konnte man an dieser Verteilung der Broschüre sehen. Also wir haben diese organisierte Unverantwortlichkeit, haben wir uns überlegt, das sind alles, als wir es recherchiert hatten, unglaubliche Sachen. Die müssen weit gestreut werden, um eine Debatte in Gang zu bringen. Und dann haben wir versucht, das sehr breit zu streuen, diese Broschüre, und haben alle möglichen angefragt. Und das war total spannend, was es für Reaktionen so gab. Zum Beispiel alle Bundesapparate von Umweltverbänden haben sich geweigert, diese Broschüre zu verteilen. Also die hätten nicht mal was dafür zahlen müssen. Ne? Wir hätten denen die vorbeigebracht und die hätten die verteilt über ihre Rundbriefe. Alle haben es abgelehnt. Es gibt eine Stiftung, die ausschließlich solche durchaus auch aktivistischen Agro-Gentechnik-Projekte fördert. Die sind auch von Leuten angesprochen worden sogar, die denen relativ nahe stehen. Aber auch die haben das abgelehnt. Und die Ablehnung, fand ich, hatte eine wunderschöne Formulierung. Die Broschüre wird in eurem Umfeld sicherlich eine sehr interessierte Leserschaft finden. Das ist ein Satz, das so ein bisschen so, wie man so ein Abschlusszeugnis kriegt, hat sich bemüht. Also das sagt eigentlich aus, total uninteressantes Projekt, das wird niemanden interessieren. Wenn man sich überlegt, wie diese Kampagne hinterher
gelaufen ist, kann man nicht weiter entfernt liegen, aber die haben einfach riesige Distanzen gehabt. Selbst der genethische Infodienst vom genethischen Netzwerk, also eine Organisation, die ich wirklich schätze, also eine der wenigen, mit denen man auch immer wieder gut Kontakt halten kann und die kooperieren und die ihr Label nicht so raushängen, aber selbst die lehnten das ab, dem GIT beizulegen. Mit der Formulierung ist es nicht wirklich klar, was der zusätzliche Nährwert der Broschüre ist. Das ging dann so weiter, wir haben das versucht, in Bioläden reinzubringen, über die Großhändler, die Bioläden beliefern. In ungefähr der Hälfte der Republik konnten wir abdecken. Da hat das stapelweise in allen Bioläden gelegt, aber zum Beispiel gar nicht in Nordrhein-Westfalen. Deren Großhändler hat es abgelehnt, und wie ich fand, mit einer faszinierenden Bemerkung. Da sieht man auch ganz gut, wo die Biobranche inzwischen abgetaucht ist. In der Broschüre geht es ja nicht um Gentechnik, sondern auch um Gesellschaftliches. So etwas verteilen wir nicht. Die meisten, die wir angehauen hatten, haben überhaupt nicht vernünftig geantwortet. Du wendest die an die und diese Apparate schicken dir einfach automatisiert Mitglieder- oder Spendenwerbebriefe zu. Kein Wort, dass sie sich überhaupt durchgelesen haben, was du da gemacht hast. Also schlimmer als jede Behörde, diese Apparate nur noch auf der Seite. Aber nichtsdestotrotz, die Geschichte entwickelte sich ja total spannend. Und eines der wichtigsten Elemente war diese Tonbilderschau Monsanto auf Deutsch, die auch mal eine Zeit lang mehrere gehalten haben. Ich war ja hier damit auch schon. Es war auch total spannend, dieser Einstieg im September 2009 ging das los. Nee, November 2009 habe ich meine erste Tour gemacht durch Bayern. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern. War total spannend. 5 Vorträge waren geplant. 2 mussten wieder abgesagt werden, weil Umweltverbände und auch Bauernorganisationen Schiss gekriegt haben und die abgesagt haben. Und dann haben wir diese 3 Veranstaltungen gemacht. Eine war in Kammerstein und eine im Landkreis Ebersberg, irgendein Kaff, weiß ich nicht mehr. Und dann kam eine, und die war das Interessante, in Deckendorf. Und da standen dann welche rum, so aus Umweltverbänden, und meinten zu mir, hier sind unglaublich viele Leute überhaupt nicht aus der Gegend hier. Und das hatte das inzwischen Interesse geweckt. Es sind relativ viele dahin gefahren, um sich das Spektakel anzugucken. Und danach hätte ich nach Bayern ziehen können. Also ich habe derart viele Anfragen gekriegt für diesen Vortrag, ich hätte da hinziehen können. Und das ist einfach, ich fand das ja viel besser als Bücher verkaufen oder so etwas. Also dieser Kontakt, ich habe dann immer bei den Leuten übernachtet, wir haben dann immer auch diskutiert, wir haben Aktionen ausgeheckt und so weiter. Das war einfach total fantastisch, wie das teilweise so gelaufen ist. Und ich bin ja von sehr unterschiedlich auch eingeladen worden, von manch BDM-Kreisversammlungen oder war da mit dem Vortrag oder sonst was. Also das war ja wirklich einfach wunderbar gestreut. Ich weiß nicht, die meisten werden das hier kennen, wer es überhaupt noch nicht kennt. Ein ganz kleiner Eindruck von dem Stil quasi von diesem Vortrag, ist ja mal gefilmt worden. Ich stelle vor Professor Inge Bröhr von der Universität Rostock, Professorin für Agrobiotechnologie. Dieser Job, dort scheint sie nicht besonders auszufüllen. Weswegen sie 1999 mit ihrer Freundin Kerstin Schmidt, die hat nun gar keine passende Ausbildung, also die ist Mathematikerin, obwohl geht ja um viel Geld und so, vielleicht ist es doch ganz passend. Na jedenfalls, mit der zusammen gründete sie einen Verein, der heißt Förderverein Innovative Nachhaltige Agrobiotechnologie. FINAP, der ist gemeinnützig. Und der inszenierte eine Debatte, macht eine Kampagne dafür, dass in Mecklenburg-Vorpommern ein großes Zentrum für die Agrogentechnik hin soll. 2005 wurde das auch eröffnet. Der Hauptmacher war die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, die ganz viel Geld da reinstopfte. Und zwar war es eine rot-rote Landesregierung, was auch ja nicht ganz uninteressant ist. Und während das gebaut wurde, gründete Schlau-Schlau der gemeinnützige Verein FINAP Tochterfirmen. Und diese Tochterfirmen sind jetzt diejenigen, die die Felder machen, die sie durch ihre eigene Kampagne ja quasi in Gang gesetzt haben. Und das, was jetzt hier kommt, stammt von ihrer ganz eigenen, von der Universität Rostock Internetseite, eine Sammlung also, die jetzt so ganz offiziell ist. Und es ist auch nur ein kleiner Ausschnitt aus den verschiedenen Ämtern der Inge Bröhr. Also in Wirklichkeit sind das doch viel, viel mehr. Aber man muss es ja nicht übertreiben. Und wenn man sich diese Liste anguckt, dann sieht man sie in den verschiedenen Bereichen gleichzeitig herumeiern. Zum Beispiel im Beirat des Landwirtschaftsministeriums Mecklenburg-Vorpommern, da kommt das ganze Geld her. Dann sitzt sie in der Arbeitsgruppe Anbaubegleitendes Monitoring des Julius-Kühn-Instituts. Da geht es dann halt um die Kontrolle der Versuche. Ist halt Vorsitzende des Vereins FINAP und deren Tochterfirma Biovativ macht die Versuche. Das heißt, sie ist auch die Versuchsdurchführende.
sitzt im Lobbyverband Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter, beim Konzern KWS sitzt sie mit drin und so geht das lustig weiter, auch bei der Europäischen Kontrollbehörde und Genehmigungsbehörde EFSA sitzt sie mit drin und hat 9 Patente, die meisten davon mit der Firma Bayer. Also hier ist wirklich so, macht Versuche, macht die Lobbyarbeit für sich selbst, vergibt die Gelder für sich selbst und ist bei der Kontrolle selber. Das ist hervorragend. Kurze Dienstwege von Synapse zu Synapse sind gewährleistet. Perfekt gemacht. Also diese ganze Auseinandersetzung, gerade auch mit dieser Verknüpfung von so ganz vielen lokalen Initiativen, das hatte ich ja berichtet, von diesen kreativ-militanten Aktionen und von dieser Kampagne, führte dazu, dass sich die tatsächlich immer mehr in die Enge gedrängt fühlen. Das war total spannend mitzuverfolgen. Ich war ja da immer relativ nahe dran. Das kam so zu einem Jammern so im Laufe der Jahre. Das ist auch heute noch so da. Ich kenne ja viele Leute, die dann mal so auf diesen Kongressen damit rumhängen und die immer erzählen, die halten gar keine Vorträge mehr. Die fangen an mit dem Jammern und machen dazwischen eine Phase Jammern und enden wieder mit Jammern. Dass alles ganz schrecklich sei. Am Anfang war es doch etwas harmlos, dann gab es einstweilige Verfügungen, man darf sich den Feldern nicht mehr nähern und so weiter und so fort. Die Universität Gießen hat es zum Beispiel mal hingekriegt, während wir das Feld dort besetzt haben, auf dem gesamten Uni-Rechnernetz alle gentechnisch kritischen Seiten zu sperren. Das wird immer berichtet, dass sowas nur in Russland und in China vorkommen sollte. Ob es da überhaupt vorkommt oder ob das nur Propaganda ist, ist mal die eine Frage. Aber in Deutschland ist das erkennbar auch in Gang und Gäbe. Ich kriegte für viele Jahre Hausverbot an der Uni Gießen. Und zwar nicht, weil ich da irgendwelche Felder besetze, sondern weil ich regelmäßig da durch die Gänge durchgehe und mich da halt mal ein bisschen umsehe, was die da so aushängen an Werbung oder sowas oder so kleine Spielchen machen. Kann man ja machen, man kann fragen, darf ich auch was Kritisches auslegen? Ja, selbstverständlich, wir sind ja ein offenes Haus. Dann legst du es da hin und das musst du schon auf dem Tonband aufnehmen. Und dann setzt du dich in die Nähe mit einer Kamera und filmst, was jetzt passiert. Und solche Späßchen kann man ja machen, ne? Das ist immer richtig lustig für die. Und da kriegt ihr ein Haus, 5 Jahre Hausverbot an der gesamten Universität Gießen. Gießen ist die Stadt mit dem höchsten Studierendenanteil in Deutschland. Also die Hälfte der Leute dort in Gießen haben irgendwas mit der Uni zu tun. Also wenn du dort ein Univerbot kriegst, das wirkt sich ganz schön auf das reale Leben so aus. Bei deren Treffen haben die immer wieder Leute ausgeladen, teilweise auch Leute sogar, die schon angemeldet waren. Das haben wir vor 2 Jahren erlebt. Da waren dann Leute hier auch aus Bayern da, die waren richtig angemeldet und die haben dann vorher mit Demonstranten geschwätzt und das haben die alles beobachtet und dann haben die gleich an der Tür gesagt, sie kommen jetzt hier nicht mehr rein. Also das ist ja nicht souverän, ne? Also die haben einen unglaublichen Schiss die ganze Zeit nur noch gehabt und haben sich zurückgezogen und haben riesige Polizeiketten dahingestellt, um geschützt zu werden. Interessant fand ich auch die Uni Rostock, die hat es natürlich dick abgekriegt, aber die hat dann 2 Veranstaltungen von mir und eine von Percy Schmeiser bei den Agrarwissenschaften verboten. Das war also schon auch ganz beachtlich. Das ist ihnen jetzt auf die Füße gefallen, total lustiger Vorgang. Die haben, um sich ein bisschen zu inszenieren, so eine provinzielle Uni, so als weltweiter Player, haben die diskutiert, ob Edward Snowden von denen eine Ehrendoktorwürde bekommt. Und die haben dann eine Veranstaltung mit Experten und sowas gemacht und die hieß, ist es Edward Snowden würdig, die Ehrendoktorwürde der Uni Rostock zu bekommen? Und da ist jemand hingegangen von den Nachbarn, von dem Feld, hat erzählt, dass diese Uni doch solche Leute, die sowas Ähnliches machen, verbietet bei sich. Und deshalb ist die Frage falsch rum gestellt. Sie muss lauten, ist es die Uni Rostock würdig, Edward Snowden? Dieser Satz ist dort inzwischen unglaublich bekannt. Aber das waren die harmlosen Anfänge. Sie haben dann auch irgendwann mal versucht, in ihrer Bedrängung mal selber Demonstrationen anzumelden und für Agrogentechnik zu demonstrieren. Waren ja auch lustige Versuche. Etliche von euch werden dieses Bild sicherlich kennen, eines meiner Lieblingsbilder. Dieser unglaublich sachlich orientierten Agrogentechnik-Szene, wenn die Demonstrationen machen, sehen die so aus. Hooligans aus Helmstedt, 45 bis 75 Euro, da haben sie dafür bekommen, diese unglaublich sachlichen Plakate und ihre Bierflaschen aufzuhalten. Das ist alles vor diesem Schaugarten in Üppling. So sieht das aus, wenn die da kommen. Das ist alles nicht mehr souverän. Also die sitzen da und sind verzweifelt und versuchen irgendwie, sich da über Wasser zu halten. Aber es kam ja immer schlimmer für sie. Sie wurden immer weiter zurückgedrängt, verloren immer mehr an der öffentlichen Meinung. Und dann gerieten sie halt wirklich irgendwann langsam in Panik. Und das sah dann noch mal ein bisschen anders aus. Sie kamen mit diesen Verbotsanträgen gegen diesen Vortrag, gegen meine Veröffentlichung, das sollte ganz verboten werden, sind vor Gericht gezogen.
haben sich dann immer weiter gesteigert in absurde Argumentationen. Die Klassiker waren die beiden Nazi-Vergleiche. Das eine haben sie gesagt, demnächst gibt es die ersten Bücherverbrennungen, sagten die, die meine Bücher verbieten wollen, sagten, es gibt demnächst die ersten Bücherverbrennungen. Und der absurdeste Nazi-Deutschland-Vergleich war der, dass irgendwann mal der Professor Ammann sich öffentlich hinstellte und die Lage dieser Millionen geförderten, polizeigeschützten Agrogentechniker mit der Lage der Juden im Dritten Reich verglich. Das war so ein geistiger Tiefflug, also da muss er ungemein viel Anlauf genommen haben und sich dann tief in die Erde gerammt haben als geistiger Tiefflug. Aber ein solcher Ausspruch zeigt, wie stark die mit dem Rücken an der Wand stehen. Das ist ja nicht, das meint er ja nicht ernst, sondern der ist fertig. Und niemand hat sich von denen von diesem Satz distanziert. Mehrere haben sich sogar positiv darauf bezogen. Jetzt nicht wahnsinnig viele, aber einige. Das war schon ganz beeindruckend. Und ihre Verzweiflung auch, während sie ansonsten ja mal versuchen, so ganz offen zu sein, haben sie jetzt versucht, so ihre ganzen Institute und so etwas abzuschotten. Das war ziemlich lustig, weil bei einem der beiden Überfälle von Juli 2011 waren diese unbekannten Leute sogar noch so dreist und haben dort die Räume ausgeräumt und haben ein Paket gepackt und das an die Projektwerkstatt geschickt, was da alles so auslag und aushang. Und da gab es halt auch Fahndungsplakate, da waren zum Beispiel von mir mehrere Farbfotos so drauf, mit der Anweisung, dass sich die bitte niemand mit mir unterhalten soll. Also sie haben einfach nur noch Angst gehabt, dass wir da ständig hinkommen und irgendwelche Informationen oder so etwas ziehen. Also die waren einfach immer nur noch auf der Flucht, so ein bisschen. Naja, es hat ihnen aber nichts genützt. Das Absurdeste, was ich da jemals erlebt habe, war ein Versuch, den haben wir auch zu zweit, da waren sogar noch ein paar mehr beteiligt, mal gemacht auf den Deutschen Landwirtschaftstagen. Die finden alle zwei Jahre statt in Bernburg. Das ist so zwischen Halle und Magdeburg. Das ist so eine riesen Freifläche und da pausen die rum mit ihren neuesten, dicksten Traktoren und den neuesten, tollsten Saatgut und sowas. Vielleicht war da auch schon mal irgendjemand von euch. Also, und da stehen die ganzen, und da hatten die ein Zelt. Das war ziemlich interessant, nämlich ein Themenzentrum, grüne Gentechnik, warum nicht? Und da waren die ganzen Behörden, Konzerne, Lobbyisten, sowas, einfach gemeinsame Ausstellungen haben die gemacht. Also so nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, filzt sich's gänzlich ungeniert, haben die das einfach, ja, alle möglichen seltsamen waren da so bei. Und unsere Idee war, so ein bisschen im Michael-Moore-Stil, wir rennen da rein auf die zu, ich hatte mich immer genau vorbereitet, wer da alles so ist, und wir gehen auf die zu. Und war klar, auf wen als erstes, und ich wusste deren Zitate und sowas, und ich wollte denen unangenehme Fragen stellen. Nicht erst Fragen so, darf ich sie mal interviewen, sondern gleich die Fragen stellen. Ne? Naja, und wir gingen da so rein und die standen alle auf und gingen raus. Wir so, hä? Was geht denn hier ab? Und dann sind wir wieder raus, dann gehen die wieder rein. Naja, und dann haben wir das so eine Zeit lang gemacht. Und eigentlich sind aber nur Aufnahmen entstanden von total verzweifelten Leuten, die immer vor uns weggerannt sind. Also unglaublich, was die für eine Angst haben müssen. Ne? Und dass sie sich auf sowas vorbereiten. Und das beeindruckendste Dokument war, dass wir auch, da war noch ein extra Feldzelt von Monsanto. Und da sind wir dann halt rein und dann halt so geredet, so gleich angefangen. Und die alle, ich habe keine Ahnung, Gentechnik ist nicht mein Thema. Da müssen sie Frau Lüttmer-Osan fragen. Und ich so, ach, ist sie hier? Kann man mit der interviewen? Ich meine, das ist die Europachefin von Monsanto. Darauf war ich natürlich gar nicht vorbereitet. Hatte gar nicht so, dass ich dieser Person begegnen würde, aber gut. Na schön. Und dann wurde die gerufen und dann kam sie zu uns und meinte, ja, ich habe aber gerade keine Zeit. Das war dann nur so zwischen Tür und Angel. Wir müssen gleich eine Pressekonferenz machen. Man konnte auch tatsächlich sehen, dass sie da gerade Stühle hinstellen. Okay, haben wir uns auf 15 Uhr verabredet. Dann kamen wir um 15 Uhr da rein und irgendwie, gut, ich bin der ja auch noch nie begegnet im Leben, hatte dies nicht klar, mit wem sie da gerade redet und dass ja eigentlich die Absprache bestand, sich anders zu verhalten. Jetzt kommt sie also um 15 Uhr und erzählt, aber wir hatten die Kamera zum Glück schon wieder laufen, erzählt, dass sie nicht mehr mit mir reden will. Und ich finde, dieses Dokument ist total spannend, ich hoffe, man kann es gut hören, weil man muss sich vorstellen, irgend so ein Straftäter wie ich, ne? So nichts, keine Ausbildung, nichts, lebt, trennt durch die Gegend, isst das Zeug aus dem Müll und so weiter, also ein absoluter geht gar nicht. Trifft auf die Europachefin von Monsanto. Und so sah das aus. Da möchte ich ein klares Statement abgeben, weil ich Ihren Namen nicht richtig verstanden hatte, dass ich eigentlich keine große Lust habe, mit Ihnen zu reden. Sie wollen gar nicht mit mir jetzt reden? Ich will nicht mit Ihnen reden. Ich glaube, ich habe das letzte Wochenende ein paar Stunden Videos von Ihnen angeschaut. Das genügt mir. Gerade letztes Wochenende? Letztes Wochenende. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, gerade letztes Wochenende? Keine Ahnung.
Und jetzt wollen Sie nicht mehr mit mir reden. Nein. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, Sie haben genügend Möglichkeiten gehabt, mit uns zu reden. Wir sind immer für einen fairen Austausch gewesen. Aber ich finde, die Methoden, die Sie auch in Ihren Vorträgen anlegen, teilen unsere Meinung nicht. Und ich glaube, wir haben uns deswegen auch wenig zu sagen. Aber bloß, weil man unterschiedliche Meinungen hat, nicht miteinander reden? Oh, die Chance haben Sie lange genug gehabt. Ich habe mich schon sehr viel mit Monsanto-Leuten unterhalten. Das kann sein, aber ich glaube, das Gespräch... Den Sie gerade entlassen haben, mit dem am meisten zum Beispiel. Ja. Würden Sie mir ein Interview geben? Nee, Herr Bergstadt, Ihnen gebe ich kein Interview. Warum nicht? Weil Sie Felder zerstören und kriminell sind. Das ist der einzige Grund. Ich rede mit Kriminellen nicht. Prinzipiell nicht. Prinzipiell nicht. Okay. Vor allem mit Ihnen nicht. Achso, Moment jetzt. Also nur mit mir als Kriminellen nicht. Mit anderen Kriminellen schon. Ja. Also es war schon irgendwie ein beeindruckendes Ereignis, fand ich. Wie stark es gelang, so riesige Konzernstrukturen, ne, wie Monsanto, BASF und Bayer, tatsächlich über Aktionen in eine solche Situation zu bringen, dass sie nichts mehr anderes wissen, als sie einfach auf der Flucht zu sein. Das waren ein paar Eindrücke, so ist es insgesamt natürlich noch viel mehr passiert. Ich will das vielleicht noch an einem Beispiel deutlich machen, wie auch so Entwicklungen so stattfinden, wie man sich Wissen aneignen kann, wie man sich selbst ermächtigen kann, sich zu verteidigen. Nämlich an den Beispielen, wie wir mit diesen ganzen Massen an Strafverfahren umgegangen sind. Das gab ja viele Gerichtsprozesse gegen Leute, die da was gemacht haben. Und jeden Gerichtsprozess, ich weiß nicht, ob ihr jemals in einem wart, das sind ungemeine Schlachten an Anträgen. Es ist ja eine wunderbare Situation. Wenn ihr jemals angeklagt sein solltet, ärgert euch eine Runde, ist ja klar, aber freut euch auch. Denn ihr werdet nie wieder in eurem Leben in die Gelegenheit kommen, eure politischen Gegner vernehmen zu können. Das könnt ihr als Angeklagte. Ihr habt ja mehr Rechte als Anwälte, auch wenn euch Anwälte immer was anderes erzählen, das stimmt nicht, aber die wollen ja auch Aufträge haben. Ihr habt mehr Rechte im Gerichtsprozess. Ihr könnt die Fragen stellen und ich habe zum Beispiel Karl-Heinz Kogel bei diesem Feldbefreiungsprozess 4 Stunden vernommen und der hat eine Menge Schrott erzählt. Und du kannst Anträge stellen, du kannst weitere Akten herbeiziehen. Also ein Gerichtsverfahren ist eine politische Bühne. Und wir haben uns dieses Wissen auch sehr weit angeeignet. Es ist ja inzwischen Usus, dass wir uns selber gegenseitig verteidigen. Also dass Aktivistinnen verteidigen Aktivistinnen und so weiter. Und wir haben sehr viel um diesen rechtfertigenden Notstand. Ein spannender Paragraph, Nummer 34 im Strafgesetzbuch, dass man bei bestimmten Dingen, Behördenversagen oder so etwas was machen kann. Das ist uns nie anerkannt worden. Die haben sich das immer angehört. Und dann gab es halt viele Verurteilungen. Es gab diese Haftstrafen. Aber inzwischen ist das auch alles durch. Und der letzte große Strafprozess, die Schlacht, die wir geschlagen haben, war der um Gatas Leben. In der zweiten Instanz bin ich zum Beispiel als Verteidiger eingestiegen von einem von den 6, die wir da in dem Film gesehen haben. Und wir haben auf der Berufungsinstanz relativ viel versucht, haben das aber noch nicht hingekriegt und haben auf der Revisionsinstanz dann gewonnen. Es gibt ein Oberlandesgerichtsurteil inzwischen, wenn man sich auf den rechtfertigenden Notstand beruft, müssen die überprüfen, ob die Behörden versagt haben. Das ist ein unglaublich wichtiges Urteil. Und das wurde zurückverwiesen ans Landgericht Magdeburg. Die sollten neu verhandeln, eine andere Kammer, und sollten überprüfen, ob die Behörden versagt haben. Und die Reaktion des Landgerichts Magdeburg war, das machen wir nicht. Und das Verfahren wurde sofort eingestellt. Leider nur drei, weil die anderen haben zu früh aufgegeben, 3 dieser Leute, die 250.000 Sachschaden, behauptet jedenfalls die andere Seite, gemacht haben in einer öffentlichen Aktion, sind nicht mehr verurteilt worden. Und damit ist selbst diese Karte der Gentechnikbefürworter nicht mehr spielbar. Und das sind natürlich so überall an verschiedensten Ecken, haben sich so Erfolge so durchgesetzt. Es war ganz wichtig, dass wir ganz viel so Seminare und Trainings gemacht haben, um sich in Aktionen auch zu schulen. Das kann ich auch nur zu aufrufen, in welchem Thema auch immer ihr unterwegs seid. Ich habe auf dieser Rundtour, fand ich sehr schön, ich bin ja jetzt eine Woche unterwegs gewesen, ist der letzte Abend. Ich habe in der Nähe von Burgkirchen auf einem landwirtschaftlichen Hof am Samstag und am Sonntag ein Aktionstraining für Bauern und Bäuerinnen gemacht. Wie die sich mit kreativen Aktionen wehren können gegen diesen ganzen Scheiß von Impfungen, Kontrollen oder sonst wie was. Und am Morgen danach habe ich schon einen Anruf aus dem Allgäu gekriegt. Wir wollen auch so ein Training machen. Aus Friesland liegt Interesse vor. Und ich finde das eine der interessantesten Entwicklungen, wenn wir uns diese Fähigkeiten aneignen. Wir müssen einfach ein viel, viel schwierigerer Fall für die Regierenden und die Konzerne werden. Was folgt aus all dem?
Meines Erachtens, und das will ich gar nicht groß wiederholen, weil ich hoffe, dass das relativ klar ist, an welchen Themen wir auch immer arbeiten, maximale Vielfalt an Aktionen ist sehr, sehr wertvoll. Diese ganzen Grabenkriege, wir wissen doch sowieso nicht, wen wir mit was am besten erreichen. Das heißt, alle Menschen ermutigen, ihren Beitrag dazu zu leisten. Es wird nie allen alles gefallen, das ist ganz normal. Wir können auch Diskussionen anzetteln, wo wir uns über Strategien streiten, aber sich gegenseitig in die Beine zu grätschen oder sowas, finde ich völlig verfehlt, ganz im Gegenteil. Es ist auch eine gelebte Utopie, einen vielfältigen, bunten Protest zu wollen. Was ich wichtig finde, ist, die unabhängige Handlungsfähigkeit zu stärken. Ich habe eine gewisse Kritiken, gerade an so Apparaten und sowas, gemacht. Hier sehe ich einen Veränderungsbedarf. Ich würde gerne politische Bewegung wieder ein bisschen vom Kopf auf die Füße stellen. Meines Erachtens sind zu viele Ressourcen in den Apparaten und es gibt inzwischen in etlichen Teilen von Deutschland sehr, sehr große Lücken im Netz von Basisinitiativen und Ähnlichem. Ich wäre immer ein Verfechter, hier mal wieder eine Veränderung zu machen. Wir werden letztendlich mehr von den unabhängig voneinander aktionsfähigen Basisgruppen leben, die dann auch gemeinsame Aktionen hinkriegen, als von immer weiter aufgeblähten Apparaten. Ich würde gerne Mut machen, offensiver zu sein. Es gibt überhaupt gar keinen Grund. Ich habe an keiner Stelle auch jemals erleben können, dass man mit radikalen Positionen oder Aktionen irgendwo aneckt. Das ist einfach ein Märchen, was wir selber in die Welt setzen. Viele Menschen mögen klare Positionen viel lieber. Eine Position für gentechnikfreies Soja ist ja auch nicht vermittelbar. Die ist einfach schlecht, die Forderung. Während die Forderung nach einer veränderten Landwirtschaft und nach weg mit dem Sojaimport, damit die Menschen dort ihre eigene Landwirtschaft wieder betreiben können und nicht für Europa oder sowas anbauen, die ist viel besser vermittelbar. Die kommt bei den Leuten viel besser an. Also die radikalen Ideen, wenn sie eigentlich einfach die bessere Begründung haben, da sollten wir uns gar nicht scheuen, die auch ganz klar zu nennen. Die Konflikteorte als Schwerpunkte wählen. Das ist, kann man gut am Beispiel von Bayern deutlich machen. In Bayern war der Gentechnikwiderstand am stärksten. In Bayern gibt es ganz viele wichtige Player, überregionale, teilweise internationale Player, und die werden alle in Ruhe gelassen. Die großen, die Player, die in Bayern sitzen, ich zähle sie auch gerne mal auf, meines Erachtens sind es hier, also die Uni Bayreuth zum Beispiel war ja auch an Genversuchsfeldern in Deutschland beteiligt. Wahrscheinlich hat nie jemand an der Uni Bayreuth das groß thematisiert. Würzburg war beteiligt. Die eigentliche Hochburg in Franken ist die FAU in Erlangen. Das ist, deren Biochemie ist eine der wichtigsten Agrogentechnik-Standorte in Deutschland überhaupt. Als Land der Ideen ausgezeichnet mit deren Agrogentechnik dort. Meines Erachtens ist noch nie irgendein Protest da gelaufen. Dann haben wir in München die LMU und also die beiden Universitäten, Hochburgen. Wir haben in München die Werbeeinrichtung der evangelischen Kirche pro Agrogentechnik. Die fahren überall rum und halten Predigten als Gastpredigten für Agrogentechnik und so weiter. Da macht überhaupt niemand irgendetwas. Und die bayerische Staatsregierung hat bis jetzt, vielleicht läuft es jetzt irgendwie mal aus, ein Förderprogramm ausschließlich für die Agrogentechnik gehabt, Frau Planta. Also das finde ich schon ziemlich bemerkenswert, dass selbst in einem solchen Land, wo der Widerstand so gut eigentlich organisiert ist, die alle in Ruhe gelassen werden. Da würde ich den Widerstand auch noch ein bisschen umfokussieren und die Konfliktorte stärker reinnehmen. Und Mut zu klaren Positionen und Zukunftsentwürfen. Das heißt, dass wir auch dazu nennen, was wir halt denn stattdessen wollen. Und auch da nicht mit Kleinigkeiten um die Ecke kommen, die spannenderen Entwürfe sind die, die wirklich Hand und Fuß haben. Um das vielleicht nochmal am Beispiel der Gentechnik jetzt speziell zu nennen, wenn wir nur, das habe ich ja schon gesagt, nur gentechnikfreies Soja zu fordern, das ist einfach keine politische Forderung, die irgendeinen Sinn macht, sondern mindestens gar keine Futtermittelimporte mehr. Eigentlich müssen unsere Forderungen viel weiter gehen für eine ganz andere Landwirtschaft. Außerdem, warum nur zur Landwirtschaft? In allen anderen Themen gilt das auch. Ich will eine ganz andere Welt und nicht irgendein Rumgeprokel an irgendwelchen Teilen, wo man sich dann irgendwie noch ein kleines Etikett anhängt, um irgendwie so Minimalreformen durchzusetzen. Keine Ahnung, das, meines Erachtens lohnt sich das auch gar nicht richtig, dafür zu kämpfen. Und überzeugender ist das auf keinen Fall. Und rangehen mit dem Schwung, das Neue gestalten. Das war, aus der Anti-Atom-Bewegung ist die Energiewende entstanden, die jetzt leider ein bisschen kapitalistisch durchgeführt wird, gefällt mir gar nicht, aber ist vielleicht ein bisschen typisch in Deutschland. Und das gilt hier auch wieder, das heißt also auch neue Ideen aufbauen. Das ist meines Erachtens in der Landwirtschaft
auch sehr gut möglich. Eines will ich hier nennen. Mir ist das auch tatsächlich ein sehr wichtiges Thema. Das läuft ja schon auch an verschiedenen Stellen und ist meines Erachtens aus Perspektive für landwirtschaftliche Höfe etwas sehr Wichtiges. Diese Idee solidarischer Landwirtschaft. Also, dass Höfe, viele werden das wahrscheinlich kennen, dass Höfe eine konkrete Gruppe von Menschen beliefern, man sich also aus diesem ruinösen Markt heraus bewirbt, wo man den Nachbarn niederkämpfen muss als Hof und so weiter und so fort, irgendwelche das Geld machen ganz andere, sondern man da ganz aussteigt und sagt, ein Hof kann 80, 100 oder wie auch immer, oder zwei Höfe, wenn die sehr spezialisiert sind, zusammen oder sowas, oder 150 Leute versorgen, die kennen sich. Das ist ein festes Publikum, die sagen, was sie brauchen. Genau das wird angebaut. Landwirte und Landwirtinnen und die, die das nehmen. Man kann auch noch ein bisschen zusammenarbeiten. Das sind Bilder von solch einer solidarischen Landwirtschaft vom Chiemsee, die ich da besucht habe. Die fand ich sehr spannend. Die legen da halt auch gemeinsam viele Sachen an und da arbeiten ganz viele mit. Und das fand ich besonders interessant. Da ist es jetzt nicht nur so, dass die einen festen landwirtschaftlichen Hof haben, sondern sie arbeiten relativ viel auch mit. Und das hatte, fand ich, bemerkenswerte Effekte, nämlich in der Nähe bauten, es stiegen dann Leute, die zu denen, eigentlich nur zu denen, die essen wollten, gehörten, stiegen aus ihren Berufen auf und bauten jetzt rund um den Hof herum richtig soziokulturelles Dorfleben auf. Also da zum Beispiel eine Person hat so ein Bio-Hof-Café aufgebaut mit den Nahrungsmitteln, die dort angebaut werden. Und eine andere Person hat noch eine Kochschule dort aufgebaut. Das Bild und so Backofen und so weiter und so fort. Also das sind interessante Ansätze, die meines Erachtens dann auch Tragweite haben. Und ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass dieses, und das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt sicherlich noch eine Vielzahl anderer Ideen, dass wir mit der Power so etwas auch aufbauen, um tatsächlich aus dieser widerlichen Zwangssituation, die dieses Herrschaftssystem und der Kapitalismus uns halt bieten und alles eigentlich so raushauen. Ich wäre jedenfalls skeptisch, ob es ein sinnvoller Weg ist. Ich kriege das ja viel mit, weil ich in landwirtschaftlichen Bereichen sehr viel eingeladen, viel unterwegs bin oder diese Trainings mache. Es gibt sehr viele landwirtschaftliche Höfe, die tatsächlich das verfolgen. Ich will denen das ja auch nicht nehmen. Ich bin da nur eben anderer Auffassung, dass sie selber irgendwie in diesem Kampf überleben können, konkurrenzfähig bleiben wollen und so weiter und so fort. Ich befürchte, dass das alles die Vorstufe von dem Auf ist und dass das Höfesterben so lange weitergeht, bis wir es uns schaffen, aus diesem ruinösen Wettbewerbskonkurrenz, Wachsboxen, Wachse oder Weiche oder sowas herauszubewegen und uns ganz anders zu vernetzen und unsere Dinge einfach selber zu machen und diese ganzen Zwischenhändler und den Markt einfach draußen vorlassen in der Welt. Die haben eigentlich mit einem guten Leben überhaupt nichts gemeinsam, die brauchen wir für ein Leben nicht. Na gut, also von daher, das war so ein bisschen der Ritt durch diese Jahrzehnte des Widerstandes und ein paar Ideen und Gedanken, die ich dazu hatte. Wie gesagt, die müssen nicht alle teilen, darum geht's gar nicht. Wenn ich auch nur ein klein bisschen dazu beigetragen habe oder dieser ganze Kampf gegen die Gentechnik, dass zu welchem Thema auch immer ein bisschen mehr Mut und Entschlossenheit, Kreativität und so etwas entsteht, dann fände ich das nett. Ich bin der Allerletzte, ich habe nie die Agrogentechnik ein wichtigeres Thema gefunden als andere. Aber es ist auch jetzt noch nicht beendet, das Thema. Wir haben ganz viele wichtige Themen und ich will überhaupt gar nichts dazu. Das müssen Leute mit sich selbst ausmachen, wo sie Interessen haben. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass dieses Gelingen, jedenfalls das relative Gelingen, dieses Widerstands gegen die Agrogentechnik uns auch für andere Themen, ist ja gerade egal, ob es Massentierhaltung ist oder ob das das TTIP ist oder wo auch immer wir uns jetzt engagieren oder ganz andere Themen, dritte Startbahn bin ich ja immer häufig konfrontiert, jetzt hier nicht natürlich so, wenn ich da im Münchner Raum unterwegs bin. Das sind ja egal welche Themen, würde ich mir immer wünschen, dass das alles ein bisschen Mut macht auch dafür, dass wir entschlossener, mutiger, kreativer sind. Die sollen einfach ein paar Jahre und dann immer am besten erleben die Herrschenden und die Konzerne, bei denen das einfach nicht mehr so glatt läuft. Am besten sollen die sich verpissen, dass endlich die Menschen auf dieser Welt wieder bestimmen, was passiert.